Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es irgendwann vielleicht mal möglich sein könnte, wenn es vielleicht das schon gibt, wer weiß. Unter der Hilfenahme einer Zeitmaschine durch die Zeit zu reisen, wer weiß. Ich glaube aber, dass der Mensch selbst dazu imstande sein könnte. Oder vielleicht schon ist. Wir tun es ja auch, wenn wir träumen oder uns in Gedanken verlieren und an früher denken. Das ist manchmal so plastisch, was wir uns da vorstellen können. Und ich durfte ja schon in das hineinblicken, was mir das Gefühl von Unendlichkeit, von Ewigkeit gegeben hat. Oder wie zum Beispiel meine Großmutter, die habe ich an ihrer Beerdigung gesehen. Und die ist dann einfach in so einem Strahl dann einfach verschwunden am Horizont. Und deswegen denke ich mir manchmal, dass ich halt schon vielleicht ein bisschen unbeschwerter hier leben kann auf der Erde, weil dass ich jetzt irgendwann sterbe, ist mir nicht ganz so wichtig. Und ich würde es auf jeden Fall tun. Ich würde überhaupt nicht zögern. Also wenn ich wüsste, das Ding funktioniert, so, es würde mich jetzt nicht zu Brei machen. So, ne, wie mit diesem Apfel, so, der dann halt irgendwann zerspringt, so, weil er das nicht aushalten kann. Diese Teilchenbeschleunigung oder was auch immer dazu nötig ist, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Sagenhaft und sonderbar, Schrägstrich, kosmisches Geplauder. Am 11.07.2024 mit Bernd und Vibi. Hallo, ihr beiden. Hallo, Ja, guten Tag. Daniel. Bevor wir anfangen, über das heute von Vibi vorgeschlagene Thema zu sprechen, nämlich Zeitreisen, Schrägstrich CERN, hast du, glaube ich, noch ge gesagt. Soll auch um CERN vermutlich ein bisschen gehen. Finde ich auch ganz spannend, CERN. Weiß nicht wahnsinnig viel über CERN, aber so ein bisschen, was man sich so angelesen hat, kann ich auch zum Besten geben. Möchte mit was anderem anfangen heute aber. Und da muss ich leider das Audiopublikum so ein kleines bisschen enttäuschen. Denn ich muss jetzt hier ein Bild zeigen. Dafür teile ich mal meinen Bildschirm hier mit euch beiden hier. Und das sehen wir hier schon. Seht ihr das? Ja, ihr seht das schon, ne? Ja. Sehen wir dieses Bild, das ich von dieser Sorte habe ich ganz viele Bilder zugeschickt bekommen die letzten Tage. Mit, ja, es waren, wie soll man sagen, UFO-Sichtungsberichte. Ganz detaillierte Beschreibungen von dem, was da gesehen wurde. Ja, und es war eben jedes Mal dieses Bild hier zu sehen. Die Leute haben das hier fotografiert am Himmel und das hat mit der europäischen Rakete Ariane 6 zu tun, die erfolgreich gestartet ist. Am 9. Juli 2024 um 21 Uhr Ortszeit. Und die hat eben, ja, diese interessante, nennen wir es mal, Wolkenformation am Himmel hinterlassen. Und habt ihr das vielleicht auch gesehen? Und hat jemand von euch beiden das gesehen bei euch in der Nähe? Ich weiß gar nicht, wo das überall zu sehen war, wenn ich ganz ehrlich bin. Bei uns, ich wohne ja hier in der Gegend um Coburg in Oberfranken. Und da war das auch zu sehen bei uns, nämlich das. Also hier über Mittelmeer, also nicht, dass ich habe es nicht gesehen, nein. Ja, weiß Wir ich. hatten nur schlechtes Wetter bei uns, also da war gar keine Sichtung möglich. Ja. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei, ja, wie gesagt, um eine Hinterlassenschaft der Ariane 6 Trägerrakete, die in Franz. Wo ist sie gestartet? Ach, weiß jetzt gar nicht mehr, wo die gestartet ist. Will jetzt nichts Falsches sagen. An Bord befanden sich, kann man lesen, Mikrosatelliten von Universitäten und wissenschaftliche Experimente, darunter auch Projekte aus Deutschland. Genau. Kurz vor Ende der Mission traten noch Probleme auf. Steht hier, gut, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das, wie gesagt, die Hinterlassenschaft der Ariane 6 Trägerrakete. Und da habe ich so viele E-Mails bekommen und WhatsApp-Nachrichten und Anruf und die Leute haben mir das erzählt. Und auch Fabian hier bei uns vom Podcast hat mir ganz aufgeregt berichtet, was er da am Himmel gesehen hat. Und ja, war ganz aufgeregt. Und als er mir dann die Bilder geschickt hat, dann habe ich gesagt, ah, das meint er. Hat nämlich ganz cool angehört, seinen Bericht. Und ganz, ganz spannend. Und dann habe ich ihm geschrieben, Mensch, das war diese Rakete hier. Ah, sagt er. Okay. Trotzdem sehr spannend. Naja, so viel dazu. Fand Gute ich Reise, liebe Ariane. gute Reise, Ariane. Ja, mal gucken.
Ich weiß gar nicht, was für wissenschaftliche Experimente da an Bord sind, aber das werde ich mir mal anlesen, die Tage. Nun ja, aber interessant, was das für ein Muster, für eine Wolkenformation hinterlassen hat, das Teil. Das finde ich ganz interessant. Was ich aber noch ansprechen möchte, bevor wir aufs Thema Zeitreisen kommen, und weiß nicht, ob man vielleicht eine Überleitung schafft vom Thema KI, was ich ganz spannend finde, zum Thema Zeitreisen. Jedenfalls habe ich vor etlichen Tagen schon ein spannendes YouTube-Video mir angeguckt. Jetzt habe ich mir aber nicht gemerkt, von wem das war. Vielleicht kann ich es hier verlinken. Und in dem Video wurde der Zusammenhang in Bezug auf Fortschritt der KI und das Überleben der Menschheit diskutiert. Und es wurden verschiedene KI-Systeme eben befragt, wie sie denn die Chancen sehen, dass die Menschheit fortbesteht, wenn die KI sich weiterentwickelt. Und die Antwort war, dass basierend auf der aktuellen Entwicklung liegen die Chancen deutlich unter 50%, sagt die KI. Also eine detaillierte Einschätzung kann man lesen, gibt der Menschheit nur eine 30%ige Überlebenschance bei, ja, wenn die Entwicklung so rasant weitergeht in Bezug auf die künstliche Intelligenz. Ich sage ja immer, KI, ich beobachte das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, das Thema KI. Ich finde es extrem spannend und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht und wie weit es gehen kann. Das will ich schon irgendwie wissen. Trotzdem hoffe ich, dass man das Ganze rechtzeitig irgendwie, ja, vielleicht nicht beendet, aber mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen belegt, dass da nicht irgendwelche Schreckensszenarien entstehen. Was haltet ihr vom Thema KI? Ist das für euch auch so spannend oder habt ihr Angst davor? Gab es da irgendwie einen Zeitraum eigentlich? War mal Also auch hat sie meine da Frage. irgendwie. Ja. Ja, kann ich euch. Ich weiß nicht, ob es in dem Video war. Ich habe mir das auch notiert, aber ob das im selben Video war, weiß ich nicht. Das könnt ihr dann selbst nachgucken, wenn ich das hier vielleicht reinposte, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ich vergesse es immer, ich weiß. Also es gibt einen kurzfristigen Plan, in Anführungszeichen, innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre. Da kann man lesen, einige Experten glauben, dass innerhalb der nächsten Jahrzehnte fortschrittliche KI-Systeme entwickelt werden könnten, die eine erhebliche Gefahr darstellen. Das schnelle Tempo der KI-Entwicklung und die Möglichkeit einer Intelligenzexplosion, ein rasantes Wachstum der KI-Fähigkeiten, könnten zu unerwarteten und unkontrollierbaren Konsequenzen führen. Dann gibt es einen mittelfristigen Plan, in Anführungszeichen, wie gesagt, innerhalb der nächsten 20 bis 50 Jahre. Da steht geschrieben, in diesem Zeitraum könnte die Technologie so weit fortgeschritten sein, dass KI in der Lage ist, autonome Systeme und Roboter zu steuern, die möglicherweise die Kontrolle übernehmen könnten. Die Risiken durch agentischer KI und deren Fähigkeit, langfristige Ziele und Strategien zu entwickeln, könnte in diesem Zeitraum besonders relevant werden. Und dann gibt es noch die Variante langfristig innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre und darüber hinaus. Da steht geschrieben, langfristige Prognosen sind schwerer zu treffen, aber es ist möglich, dass KI-Systeme im Laufe der Zeit, dass KI-Systeme, die in der Lage sind, sich selbst zu verbessern und zu replizieren, in diesem Zeitraum existieren könnten. Diese Systeme könnten, wenn sie nicht richtig kontrolliert und ausgerichtet sind, zu existenziellen Risiken für die Menschheit führen, steht hier. So, ja, ich weiß nicht, also. Es geht ja immer rasanter mit der KI. Das Thema war ja gefühlt irgendwann da, obwohl KI schon, ja, schon sehr lange im Raum steht, aber irgendwie war ja dann vor 2 Jahren, war das, glaube ich, dass dieser Google-Mitarbeiter Lemon hieß der, wenn ich mich nicht täusche. Habt ihr davon gehört? Der dann plötzlich daherkam und sagt, diese KI, diese Google-KI ist bewusst, ist sich ihrer bewusst, hat ein Bewusstsein entwickelt. Das wurde ja vehement abgestritten und ich glaube, dieser Google-Mitarbeiter Lemon, ich denke, er hieß Lemon, der wurde auch entlassen damals und es gab da viel Ärger für ihn. Ich habe dann verschiedene Interviews mit ihm gesehen und ja, war sich ziemlich sicher, dass diese KI ein Bewusstsein entwickelt hat und das hat er, das wollte, will er herausgefunden haben, halt eben durch ja, Gespräche mit dieser KI. Das war schon gruselig. War das der, der auch gesagt hat, dass er das eigentlich gut finden würde, wenn die KI sich so entwickelt oder wenn Roboter und so weiter alles übernehmen würden? Da war doch so einer, der erst alles negiert hatte und meint, stellt keine Gefahr dar. Und jetzt hat er halt eben gesagt, so doch, es stellt eine Gefahr dar und die Menschheit wird ausgerottet. So, ist das der gleiche?
Das kann ich jetzt Also ehrlich es klingt irgendwie so, als ob der das ist. Also so viele gibt es ja auch nicht, die da irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und. Er hat sehr enthusiastisch dafür gekämpft, dass man ihm glaubt, dass die KI doch eine Art Bewusstsein entwickelt haben könnte. Ob er das jetzt gesagt hat, das weiß ich nicht. Will ich jetzt nichts Falsches sagen? Ich habe zwar etliche Interviews mit ihm gesehen, aber das ist jetzt auch schon. Das Thema war dann auch gefühlt mit einem Schlag vorbei und man hat nicht mehr viel drüber gehört, über diesen Lemon und über diese vermeintlich bewusste KI. Es wurde eben abgetan. In vielen anderen Videos und Artikeln konnte man dann lesen, dass es nicht möglich sein kann, dass sie ein Bewusstsein entwickelt hat. Hin und her, dies und das. Das ist ein schwieriges Thema für mich mit Thema KI und Bewusstsein. Also wir reden ja hier auch im Podcast oft über das Thema Bewusstsein. Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen interessiert dran und drin im Thema. Ich weiß nicht, ob ein Computer, ein hochkomplexer Computer wirklich in der Lage sein könnte, so eine Art Bewusstsein zu entwickeln. Das ist wirklich. Naja, Puh. doch, vielleicht schon ein Bewusstsein für sich selbst auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass sie so intelligent werden, sich selber zu programmieren und sich umzuprogrammieren, weil sie sehen, es geht ihnen schlecht. Oder sie haben eine Fehlfunktion oder sie können nicht mehr miteinander interagieren und so weiter. Und dann können sie sich gegenseitig halt auch programmieren. Also sich selber, aber halt eben auch gegenseitig. Und ich glaube, das könnte zur Gefahr werden, wenn sie halt eben merken, ja, das funktioniert hier alles nicht so. Wir connecten nicht so gut miteinander. Lass uns mal optimieren. Und dann halt eben so optimiert sind, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen von unserem Geist her. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das eintreten könnte. Ja, wenn sie so eine Selbstwahrnehmung haben oder anfangen, eine Selbstwahrnehmung für sich selbst zu bekommen, was sie selbst darstellen, eine Selbstwahrnehmung, könnte ich mir das auch vorstellen. Aber zu deiner Prognose, da war ich jetzt doch ein bisschen beruhigt, weil es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt sozusagen selbst ausrotten oder aufgrund von Umwelt, Verschmutzung und so weiter, also in unseren eigenen Lebensraum zerstören, sondern die Prognose ist ja eher eine Fantasy-Prognose, wenn wir die KI sozusagen unkontrolliert sich einfach ausbreiten lassen und da nicht einschreiten. Ich habe jetzt zum Beispiel was erfahren weil ich ja mit vielen Autoren auch zusammen vernetzt bin. Also die Information, denke ich, ist richtig, dass in Amerika, in den USA jetzt die großen Verlage oder alle Verlage sich nehmen keine Manuskripte mehr auf oder keine Autoren, unterstützen keine Autoren mehr, die mit der KI zusammengearbeitet haben. Also Ah. ja, das finde ich schon mal gut. Also ich persönlich, nachdem ich ja meine Bücher alle selber geschrieben habe und ich finde es eigentlich auch schön, dass man vielleicht in der Zukunft irgendwie dem Leser die Möglichkeit gibt, zumindest zu erkennen durch ein Zeichen, ob dieses Buch KI generiert ist oder nicht. Aber in Europa tut sich da noch nichts. Da weiß ich auch nicht, da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Das ist natürlich ein interessantes Hilfsmittel, die KI, das wir alle so, also ich zumindest ab und zu mal benutze hier auch für den Podcast Bilder generieren, ne, und mal Text überarbeiten lassen oder was weiß ich, ne? Das kann ein gutes Hilfsmittel sein, wenn man es wirklich so als Hilfsmittel oder als Werkzeug betrachtet und auch benutzt und nicht alles davon sich die Arbeit komplett davon abnehmen lässt, was durchaus möglich wäre, dann. Wie mit viel, wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift. Wenn man natürlich das überhand nehmen lässt, kann es gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob man was ich dazu sagen soll, mit dieser KI-generierten Musik und was du gerade gesagt hast, mit den Autoren, die KI-generierte Bücher dann vielleicht verlegen lassen wollen und so, ob man das so verteufeln sollte in dem Gebiet, das weiß ich nicht. Nimmt das Ganze einem Arbeitsplätze weg oder weiß nicht, ist es unlauterer Wettbewerb oder wie soll man sagen, es ist schwierig zu bewerten. Ne? Ich meine, gut, du musst die KI auch, wenn du ein Buch schreibst mit der KI, du musst auch die KI dementsprechend füttern. Ich meine, da steckt ja auch Arbeit, so ein bisschen Arbeit steckt ja trotzdem drin. Ne? Ich weiß es nicht, ob auf dem Gebiet. Ob man das so streng bewerten sollte, aber doch vermutlich hast du recht, ja. Vermutlich ist es schon eher so schon dramatisch. Ich glaube, spannender wird es in ganz vielen anderen Bereichen und man konnte in dem Artikel hören oder lesen, dass eine KI, dass die eine Angst ist, dass eine KI eine langfristige, also langfristige Ziele und Strategien entwickeln könnte. Und diese menschliche Aufsicht und diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen überlisten könnte.
Also, dessen ist er sich bewusst, dass das vielleicht passieren könnte, dass die KI eines Tages den Menschen einfach überlistet und die ganzen Sicherheits Sachen eben umgeht oder einen Weg findet, die zu umgehen. Denn die Begründung war, die KI hat ja von uns gelernt. Die hat ja unser Verhalten gelernt. Die lernt ja durch uns, wie wir auch funktionieren. Das ist ja das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Sie könnte uns überlisten und uns mit unseren eigenen Mitteln sozusagen schlagen. Ja. Der Und Mensch ist ja auch so ein Kontrollfanatiker im Endeffekt. ja. Also das baut ja auch darauf auf. Wenn wir, gerade wenn ich jetzt mit den Menschen, die in der positiven Psychologie arbeite, manchmal wird einem dann auch so bewusst, dass wir uns selbst nicht über den Weg trauen können. Also ich kann mir selbst nicht richtig über den Weg trauen manchmal, aufgrund meiner Programmierung. Ja. Und ich denke einfach, dieses Verständnis für dich selbst hat vielleicht auch so einen Wunsch ausgelöst oder ist da der Wunsch ist anscheinend da, dass wir uns selbst kontrollieren, also eben durch die KI oder ja, durch Religionen, weil früher waren es Religionen oder sind es heute immer noch. Es steht geschrieben hier noch, dass die Schätzung des Risikos wie sagt man es denn, der Auslöschung der Menschheit, Extinct-Risiko steht hier, innerhalb von 2 Jahren nach Einsatz einer KI, wie ich sie eben beschrieben habe, einer sogenannten agentischen KI, das liegt bei 20 bis 30%. Also das ist schon eine interessante Prognose, wenn so eine KI dann einmal losgelassen ist und uns auf die Art und Weise vielleicht überlistet, besteht schon ein hohes Risiko, dass die uns. Sie hat natürlich alle Fäden in der Hand. Also wir sind absolut technologisiert heutzutage. Alles funktioniert. Ist nicht so, dass das Ding irgendwie eine Bombe auf uns werfen wird. Vermutlich nicht. Ne? Will sie sich ja auch selbst schützen. Aber sie hat ja alles in der Hand. In der Medizin, also viele Dinge funktionieren ja bloß noch über Computer und sind computergesteuerte Systeme. Ne? Also sie könnte uns schon so langsam nach und nach, ja, aushungern und aussterben lassen. Das könnte schon irgendwie funktionieren, wenn man mal nur verrückt genug spinnt, seine Gedanken, ne? Ich denke schon, dass Ja. das möglich wäre. Ich finde Es es gibt immer spannend. so diese Theorie, dass der Mensch sich dann, egal, wenn er ein Feindbild, wenn dann dieses ersehnte Feindbild dann endlich wieder auftaucht, sich vielleicht wirklich zusammenrottet und als Gemeinschaft dann gegen diesen neu erschaffenen, selbst erschaffenen Feind dann angeht und sich wieder so auf diese Art und Weise wieder zu sich findet, also zu diesem Miteinander Mensch. Willkommen bei Terminator. Ja. Genau. Ja, ich hab mal eine Serie gesehen, Better Than Us hieß die. Es ist tatsächlich eine russische Serie auf Netflix. Und da geht es auch um die KI und um einen speziellen Roboter, einen weiblichen Roboter. Und die entwickelt halt eben auch ja, ihre eigenen Überlebensstrategien, weil sie wurde halt eben besser programmiert als alle anderen und halt eben nicht mit einem speziellen Chip, der halt eben sie hemmt, sondern sie wirkt halt eben echter und menschlicher und hat halt eben auch mehr menschliche Züge. Und darum geht es halt, ne? Sie ist ja Protagonist in dieser Serie. Sehr spannend. Und je mehr man hört halt eben vom Außen, ne? Und wenn man halt eben auch so kleine Berichte sieht oder Dokumentationen darüber und so, muss ich mich immer wieder an diese Serie erinnern. Und dann denke ich mir wieder, was wird uns gezeigt, was eigentlich schon existiert? Woran müssen wir uns gewöhnen, letzten Endes, ne? Weil viel, viel daran erinnert. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, diese Serie da mal reinzuschauen, aber ich habe das immer wieder im Kopf, wenn ich halt eben sowas sehe, ne? Oder auch höre. Und Ja. da ist es ja halt eben auch so, ne? Dass sie versucht halt eben zu überleben. Und das ist halt auch so ein menschliches Ding, ne? Auf Teufel komm raus halt eben zu überleben. Kennt ihr noch den Film Nummer 5 lebt? Ja. Sagt ihr das was, Bernd? Du guckst. Nein, glaube ich nicht. Kennst du nicht? Ich habe den geliebt als Kind. Es war so ein Roboter, der recht plump aussah. Es war jetzt nicht so ein menschlich aussehender Roboter oder so. Der hatte so wie so Ketten um sich fortzubewegen, wie so Panzerketten hatte der, ne? Und es war nicht wirklich humanoid. Also er hatte zwei Arme und der Kopf, ja, es war ein typischer 80er-Jahre-Roboter, würde ich jetzt mal sagen. Wie so ein, unten sah aus wie ein Fahrzeug und oben so ein bisschen menschlich haben die ihn schon wirken lassen. Dann, da gab es einige davon und dieser hat eben ein Bewusstsein entwickelt. Die Nummer 5 war das. Der hat ein Bewusstsein entwickelt und
Nummer 5 wollte leben. Wollte nicht ausgeschaltet werden. Und ist jetzt kein Actionfilm in dem Sinne gewesen oder so. Es war schon ein Film, den auch Kindern zeigen konnte, glaube ich. Ging ja auch um ein Kind, ne, der diesem Roboter geholfen hat, glaube ich. Kann mich nicht mal an alle Details erinnern, aber das kann mich daran erinnern, jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, weil ihr Terminator gesagt habt, ist mir der Film eingefallen. Den könnte ich mal wieder gucken. Nummer 5 lebt. Aber diese Berichte, die ich mir da angeguckt habe und durchgelesen habe, ein bisschen Optimismus stand auch dabei. Und zwar, dass die KI den Wert allen fühlenden Lebens, steht da, glaube ich, erkennen könnte und sich entscheiden könnte, uns in Ruhe zu lassen. Aber es ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Denn ich glaube nicht, dass eine KI so denkt, in Anführungszeichen. Ich denke, die würde eher ja, logisch handeln und sich vielleicht selbst erhalten wollen und könnte uns deshalb eben eher so als Hindernis betrachten. Das ist eher so meine Einschätzung. Aber doch nicht auch unmittelbar an Zerstörung denken. Also ich glaube, wir denken sehr viel in diesen Filmszenarien, ne, die wir ja auch eben kennen. Ja. Warum sollte sie es zerstören? So, das ist immer so meine Frage. Was hätte sie davon? Selbsterhalt. Also eine KI wird natürlich versuchen, auch ihre, wie soll man es denn sagen? Wir haben vorhin kurz gelesen, ich habe das vorhin irgendwo vorgelesen, da wurde das Wort Intelligenzexplosion erwähnt. Und Wissenschaftler denken, dass so eine Intelligenzexplosion innerhalb von Tagen, Wochen oder Monaten könnte die komplett eskalieren, diese Intelligenzexplosion. Aber die KI könnte ihren Fortschritt eben versuchen, vor uns zu verbergen, um nicht abgeschaltet zu werden. Die KI weiß natürlich, hat ja von uns gelernt, die weiß natürlich, wenn wir das herausfinden, wie intelligent diese KI ist und dass sie uns überlegen ist, in allen Bereichen vermutlich, werden wir versuchen, sie abzuschalten. Und das möchte sie natürlich nicht. Und ich denke nicht, dass eine KI wird, wir benutzen natürlich jetzt schlimme Wörter, Auslöschung und was hast du gerade gesagt? Vernichtung? Zerstören. Ja. Zerstörung. Ja, das hört sich schlimm an, wenn wir das hier so aussprechen und in dem Kontext vielleicht aussprechen für die KI, ist das halt der logischste Vorgang dann vermutlich, das zu tun. Also, ne, da ist halt auch kein Mitleid im Spiel dann oder das ist das, was sie dann tun muss, um sich selbst zu halten und zu reproduzieren. Und wenn die KI der Meinung ist, sie kann sich reproduzieren und in anderen Szenarien, in den längerfristigen Szenarien, die ich vorhin vorgelesen habe, da war auch die Rede davon, dass die KI dann, dass das Ganze dann anfängt, auch Roboter zu entwickeln, die dann auch Arbeiten ausführen können, dies und das, und die wird dann irgendwann entscheiden, ja, die Leute, ich brauche die Menschen nicht mehr. Ich kann mich selbst warten, ich kann mich selbst weiterentwickeln, ich kann mich reparieren, ich kann Arbeiten ausführen. Aber wenn sie alles kann, ne, dann also gesetzt den Fall, sie könnte das, dann könnte sie ja auch tatsächlich eine Zeitmaschine programmieren, wo man dann halt eben einsteigt und als Mensch dann irgendwo anders wieder rauskommt und dann halt sagt so, ja, das machen wir jetzt nicht nochmal, diesen Fehler. Sehe ich da die Brücke zu den Zeitreisen. Die Brücke genau. Zu den Zeitreisen. Ja, es könnte natürlich, ja, wer weiß, ja, das ist ein guter Einwurf. Wir können ja mal zum Thema Zeitreisen kommen, wenn du Lust hast. Was hast du denn vorbereitet in Bezug auf? Naja, also es gibt ja hier und da mal so ganz interessante Bilder über eventuelle Zeitreisende. Es gibt auch Zeitreisende, die halt eben von sich selber sagen, dass sie Zeitreisende sind. Ein ganz spannendes Bild, was aber auch schon analysiert worden ist, ist halt eben von 1941. Da ist die Eröffnung der South Fork Bridge passiert und in der Menge erscheint ein Mann, der nicht die formelle Kleidung anhat, wie die anderen. Und das ist dann halt so diese typischen, üblichen Hüte und Anzüge, ne, die man so kennt. Und er trägt halt eben eine Sonnenbrille, sehr untypisch für die Zeit. Anscheinend war er seiner Zeit voraus, wenn er halt eben einer war, der damit dazugehört. Er trägt ein Shirt mit dem Aufdruck M, so ein großes M. Und er hat eine tragbare Kamera in der Hand und die wurde analysiert aus den 70er Jahren und steht halt in so einer Menschenmenge. Und eine Photoshop-Überprüfung hat halt eben ergeben, dass da keine Bearbeitung war bei diesem Bild. Und dann gibt es halt eben verschiedene Theorien. Also es gab wohl damals irgendwie eine Footballmannschaft, Baseballmannschaft, ach, das weiß ich jetzt nicht genau,
Eishockeymannschaft, genau. Es war eine Eishockeymannschaft und die hieß Montreal Maroons und die hatte so ein großes M. So, das kann ja sein, dass das davon irgendwie war. Und dann hatte er halt eben noch so ein lockeres Hemd irgendwie drüber getragen, und sah sehr sportlich aus dabei. Was halt eben aber merkwürdig ist, ist, dass, ja, dass er nicht den anderen ähnelt und er ist halt auch viel größer als alle anderen und wirkt halt wie jemand, der da gar nicht reingehört. Und da fragt man sich halt eben, was macht der da? Die erste Frage, die sich mir stellt, ist: Ist dieses Foto, wer hat das denn untersucht? Ist die Echtheit verifiziert oder wo Ja, kommt? genau, also es wurde halt so eine Photoshop-Überprüfung gemacht, also wurde das irgendwie bearbeitet, das Bild und so weiter. Und da wurde halt eben gesagt, das Bild wurde nicht bearbeitet. Also das Bild ist Was bringt echt. das gemacht? Wer Diese. das genau gemacht hat, weiß ich nicht. Nein. Ah! Ja. Aha! Vielleicht. Habe ich nicht rausgefunden. Die auch ich gemacht haben, diese Überprüfung, und könnte das drunter schreiben, dann würden die alle sagen, ja, der Beckmann hat den Vogel, ne? Genau. Also letzten Endes glaube ich auch, dass der Typ tatsächlich seiner Zeit voraus war. Vielleicht hat er irgendwo eine Sonnenbrille gefunden. Das ist so meine Theorie. Es kann ja sein, dass das schon irgendwie doch modern war zu der Zeit, dass sich aber nicht jeder leisten konnte oder auch die Sinnhaftigkeit noch nicht wirklich bestand. Dieses Montreal Maroons-Shirt, das sieht schon ähnlich aus. Das habe ich mal gegoogelt. Also es könnte sein, dass er das anhat. Und er hat halt eben so ganz lässig irgendwie so ein Pullover oder Hemd halt eben so darüber getragen. Ne? Also macht man normalerweise nicht, aber wenn man halt eben sich sagt, okay, der Typ fand das irgendwie schon cool damals, aber 41 ist so, ja, es war eher so in den 70, 60er, 70er Jahren, ne? Wo man dann halt sich so ein bisschen so ja, der Gesellschaft irgendwie abheben wollte. Passt nicht so ganz, aber. Schon, es ist schon merkwürdig, dieses Bild. Stimmt. Man weiß es nie. Ich habe manchmal spiele ich so mit diesen Gedanken, dass diese zum Beispiel unsere Dreieckkonstellation, dass die vielleicht vor Hunderten von Jahren auch schon irgendwo in den griechischen Bergen oder sowas von ein paar Weisen geführt wurde, über Zeitreisen, über das Ganze. Also das verliert man so aus den Augen manchmal, dass diese Ideen oder Vorstellungen schon anscheinend immer so dem Menschen am Herzen lagen. Und ich war auch natürlich seit der Zeitmaschine als Kind damals von Zeitreisen auch, wurde ich da erfasst und bin da bis zum heutigen Tag begeistert davon, von dem Thema. Ja, es ist total schön, auch darüber nachzudenken. Wenn es denn so wäre, würde ich es denn auch selber tun. Und ich würde es auf jeden Fall tun. Ich würde überhaupt nicht zögern. Also wenn ich wüsste, das Ding funktioniert, so, es würde mich jetzt nicht zu Brei machen. So, ne, wie mit diesem Apfel, so, der dann halt irgendwann zerspringt, so, weil er das nicht aushalten kann. Diese Teilchenbeschleunigung oder was auch immer dazu nötig ist, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ja. Also, das ist schon sehr faszinierend. Und Ich. wenn man nach Einstein, Entschuldigung, wenn man nach Einstein halt irgendwie geht, ne, mit dieser Relativitätstheorie, Zeit kann sich halt eben ausdehnen und auch wieder zusammenpressen und dadurch entstehen halt sogenannte Wurmlöcher. Und wenn man da zufällig einsteigt, könnte es ja sein. Also seine Theorie besagt ja, dass es möglich wäre. Was aus dir dann wird, das ist ja dann nochmal eine andere Sache. Das hat ja noch keiner wirklich erfahren, aber. Ich frage mich bei dem Beispiel, was du vorhin genannt hast. Das ist ja wichtig zu wissen, wer das ist. Ich meine, irgendein random Kerl ist in die Zeit gereist. Wie? Und warum? Wer ist er? Reist in die Zeit, um da irgendwie so eine Veranstaltung beizuwohnen mit normalen Klamotten? Also wenn ich in die Vergangenheit reisen würde, ich würde vermutlich alles dafür tun, dass mich niemand erkennt oder irgendwie als Sonderling ansieht. Du weißt ja nicht, was die Leute mit dir machen, ne? Wenn du dann irgendwie mit irgendwelchen Klamotten herumrennst und mit einer Sonnenbrille und irgendwelche und eine Kamera in der Hand hast, weiß nicht, ob die Leute dich dann vielleicht lynchen oder aufknüpfen, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Hexer bist oder was weiß ich. Das sind immer so die Dinge, über die dann ich nachdenken muss, wenn ich solche Bilder sehe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so, wir sprechen ja auch manchmal über das Thema Matrix oder so. Und in der letzten Folge haben wir über Glitch in der Matrix gesprochen. Ich habe euch heute ein Video in unserer Gruppe gepostet. Da ging es um diesen Chris Chandler. Ja, super spannend war das. Ja, die Reihe
Videoreihe, glaube ich, hieß So passiert. Also vermutlich hat er seine Infos irgendwo. Ich habe da auch mal ein bisschen gegoogelt nach diesem Chris Chandler. Ich habe da jetzt auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Also ich konnte die Geschichte natürlich nicht verifizieren jetzt. Weiß nicht, ob die stimmt. Aber das lässt sich bestimmt herausfinden, ob es da wirklich was gab. Vielleicht hat er auch unter dem Video Quellen gestellt. Ich habe gar nicht nachgeguckt vorhin. Naja, egal. Es ging um einen Autounfall, der von etlichen Leuten beobachtet wurde, offensichtlich. Und es ist ein Auto irgendwie in so eine Böschung reingerast, irgendwo in den Wald oder ins Dickicht reingerast. Es war, auf jeden Fall gab es offensichtlich einen etwas schwereren Autounfall. Leute haben den gemeldet bei der Polizei. Polizei kam vorbei, hat weder ein Auto gefunden noch einen Fahrer im ersten Moment. Und auch keine zerstörte Vegetation, die darauf hinweisen könnte, dass ein Auto irgendwo da reingekracht ist. Sind wieder abgerückt und am nächsten Tag, glaube ich, sind die wiedergekommen. So war das doch in dem Video, ja. Und haben nochmal alles abgesucht und fanden dann tatsächlich ein Auto, aber ein ganz altes Auto, das schon sehr lange da liegen musste. Und fanden dann auch Überreste eines Menschen, der schon skelettiert war. Genau. Und der wurde untersucht und dann fand man heraus, dass es sich um einen sogenannten Chris Chandler handelte, der da mit seinem Auto offenbar verunglückt ist. Und das aber schon etliche Jahre zurückliegen muss, die ganze Geschichte. Nun stellt man sich die Frage, was haben die Leute da beobachtet? War es so ein Glitch in der Matrix, wie man so schön sagt? Dann haben die da irgendwie so eine Zeitlinie reingeguckt. Zeitlinien, auch ein interessantes Thema, ne? Zeitlinien ist ganz spannend. Oder was soll es gewesen sein? Also wenn es wirklich so passiert ist, es wurde ja von offensichtlich von mehreren Leuten, verschiedenen Leuten, etlichen Leuten soll das beobachtet worden sein. Was, ja, wie soll man das einschätzen, ne? Ja, man hätte ihn ja tatsächlich nicht gefunden, wäre diese Anomalie nicht passiert. Das ist ja das Spannende daran, ne? Also diese Anomalie ist passiert, das haben mehrere halt eben gesehen. Hätte es nur einer gesehen, hätte man gesagt, okay, der hat sich vielleicht geirrt oder der, weiß ich nicht. Aber es haben ja mehrere gesehen, ist ja das Spannende. Und die sind ja eingegangen, diese Anrufe. Und daraufhin hat man ja wirklich dieses akribische Suchen da gemacht. Und er wäre ja tatsächlich einfach verschollen gewesen. Er hatte ja irgendwie auch so einen Streit mit seinem Bruder vorher gehabt wohl. Oder er war ja irgendwie dann abgehauen und er hatte sich nicht mehr gemeldet. Dann gab es da diesen mysteriösen Telefonanruf, wo halt dann nichts zu hören war. Und ja, und dann war er weg. Und diesen Zeitraum, den weiß ich leider nicht mehr. Weißt du das irgendwas? War mit 5 Wochen oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls hatte er ja eine Vermisstenanzeige dann halt eben auch gemacht, ne? Und Monate sein oder Wochen waren das, Ja, ja. genau. Und selbst dann wäre dieser Leichnam kein Skelett gewesen. Also das ist ja das Merkwürdige daran. Also dass dieser Verwesungsprozess ja super schnell gegangen sein muss mit dem Auto eingebetteten in dieser Natur. Von daher ist das schon sehr mysteriös. Und ich glaube halt einfach, dass das vielleicht von der geistigen Welt ein Hinweis war, du schaut mal da in die Ecke rein. Da liegt jemand, den wir kennen. Aber warum der schon so lange da liegt, das ist immer noch, steht immer noch offen. Aus meiner Perspektive, weil ich ja durch diesen Gedankenstillstand 2008, als ich sozusagen in dieses allumfassende Bewusstsein eindringen konnte, in der ich ja auch diese Wahrnehmung von Zeit vollkommen verloren habe und auch diese Wahrnehmung, dass das Universum anscheinend nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb von mir existiert, also Mikro-Makrokosmos, sich da aufgelöst hat, bin ich die letzten Jahre auch immer wieder auf die Quantentheorie einfach gestoßen. Und da gibt es zum Beispiel Verschränkungen und es löst sich auch im Mikrokosmos, löst sich auch Zeit auf. Also die Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich Zeit auflöst, dass sich sozusagen die Teilchen in der Zeit vor und zurück bewegen können. Und Wow. da, ja, und dann da fand ich das so interessant, weil ich vor ein paar Wochen erst einen Podcast angehört habe von einem Physiker, der auch eben dieses Phänomen aufgestellt hat, dass es in der Physik auch spukt. Also der hat es dann als Spuk bezeichnet. Das hat Albert Einstein auch schon, diese Spuktheorie hat Albert Einstein auch schon beschrieben. Also dieses so. Deswegen kann ich mir irgendwie alles Mögliche vorstellen. Selbst das, was wir heute machen, also wir drei, also die Welt, so wie sie ist, dass sie vielleicht sogar schon von Zeitreisenden aus der Zukunft, ja, mitkreiert oder beeinflusst wird, dass es aber nichts, nie etwas Ungewöhnliches war, sondern schon immer so war, sozusagen.
Ich finde das ganz spannend, was du gerade erzählt hattest, weil da gab es mal so einen Astrophysiker, der hieß Nikolai Koryzew oder so. Ach Mann, ey. Kosirev oder irgendwie so. Entschuldigung, Gleich auch. Schande über mein Haupt. Auf jeden Fall, der hat auch ein bisschen mit Zeitreisen experimentiert damals und hat so Spiegelkabinen gebaut. Und in diese Spiegelkabinen ist man dann reingegangen und hat tatsächlich, weil die so komisch gebogen waren, die Spiegel und geformt und so weiter, die haben halluziniert, die Leute, die da drin waren. Und haben sich tatsächlich teilweise in ihrer Kindheit wieder gefunden oder halt eben noch weiter weg. Und haben schon gesagt, sie haben eine Zeitreise durchgemacht. Und das hat auf jeden Fall irgendwas in den Menschen bewirkt. Also im Gehirn hat das irgendwas bewirkt, sodass sie sich auf eine Zeitreise begeben haben. Und das fand ich sehr, sehr besonders. Er durfte nicht weiterforschen an der Geschichte, hat das dann auch beendet. Weil halt eben gesagt worden ist, es ist zu gefährlich. Also da wollen wir jetzt nicht weiter mit experimentieren. Und das könnte zu sehr die Psyche, der Psyche schaden, weil wir wissen ja nicht, wie weit das noch gehen kann, ne? Bis hin zur ja, völligen Psychose oder so zum Beispiel, ne? Wenn jetzt jemand in seine Vergangenheit reist und da halt eben Sachen erlebt, die seinen Körper oder seinen Geist schon verdrängt hat und so weiter, dann könnte das halt etwas auslösen, was vielleicht nicht so gut ist. Und deswegen durfte er daran nicht weiterforschen. Finde ich aber super spannend und ja, erzählt ja auch so ein bisschen, was, also wozu das menschliche Gehirn imstande ist tatsächlich. Ja. Das menschliche Gehirn ist zu krassen Sachen imstande, denke ich, und auch in Bezug auf Zeitreisen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es irgendwann vielleicht mal möglich sein könnte, wenn es vielleicht das schon gibt, wer weiß. Unter der Hilfenahme einer Zeitmaschine durch die Zeit zu reisen, wer weiß. Ich glaube aber, dass der Mensch selbst dazu imstande sein könnte. Oder vielleicht schon ist. Wir tun es ja auch, wenn wir träumen oder uns in Gedanken verlieren und an früher denken. Das ist manchmal so plastisch, was wir uns da vorstellen können. Denke gerne an alte Zeiten nach, die ich mit Freunden verbracht habe, an meinem Lieblingsplatz schon mal erzählt. Und das ist dann irgendwann, also wenn ich mich da so in meinen Gedanken verliere, dann sehe ich das auch alles vor mir, auch die Augen zu. Ich kann das alles sehen, ich kann es riechen, ich kann es schmecken. Also ich bin. Es fehlt nur dieses letzte kleine Prozent, dass ich wirklich dann physisch da bin, ne? Aber es fühlt sich alles sehr real an und ich habe auch Gerüche haptische Sachen dann kann ich regelrecht spüren. Ist ja auch so eine Art Zeitreise, ne? Geht halt nur nach hinten in der Form. Vielleicht erzählt uns zu dem Punkt, nach hinten oder vorne, Bernd gleich noch was. Er hat vorhin was Interessantes gesagt, bevor wir angefangen haben. Dass er auch in die Zukunft da Erfahrungen hat, kann man es Erfahrungen nennen? Ja, wenn wir gleich noch drüber sprechen. Aber ja, das ist so mein Ansatz, dass es vielleicht auch mit Maschinen irgendwann mal möglich sein wird. Wer weiß, ja, vielleicht, keine Ahnung. Stichwort CERN, vielleicht kommen wir noch drauf. Ist ja für viele so ein Anhaltspunkt, wenn es um dieses Thema geht. Zeitreisen ist eben, ich weiß nicht. Vielleicht machen wir erstmal weiter mit Bernd, bevor ich mich da in meinen Gedanken verliere. Ja, ich habe auch schon tausend Gedanken dazu. Das Ja, es ist ein Thema, wo du wirklich auch in alle Richtungen ja. was einfällt. Ja. Aber Bernd, erzähl doch mal, was du über das Thema, mit dem du vorhin begonnen hast, bevor wir. Also, erstmal habe ich natürlich schon die Vermutung, dass wir sozusagen, wenn wir in der Schlafphase sind, im Schlafzyklus, ob außerkörperlich oder einfach nur im Schlaf sind, habe ich schon die Vermutung, dass ich immer wieder Szenen aus der Zukunft sozusagen wahrnehme. Die, nachdem ich ja praktisch aus der Jetzt-Perspektive dann da reinschaue, mir oft einfach nicht erklären kann, weil ich die Umstände ja noch gar nicht kenne. Das ist ja auch mit einem tiefen Gefühl verbunden. Und zu dem Thema, ich habe ja schon erwähnt, dass unser Hund gestorben ist im November und der war ja vor seinem Tod 2 Tage vorher da im Traum bei mir, hat mit mir kommuniziert und dann auch noch zweimal anschließend. Und beim dritten Mal fand ich das sehr interessant, was passiert ist, weil beim dritten Mal ist ein Hund, der aussah wie mein Hund, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht, das ist mein Hund, neben mir im Gebüsch gelaufen. Ich habe den immer so wahrgenommen im Augenwinkel, bin ich mit dem Hund dann nachts spaziert und habe halt gedacht, das ist wieder so eine Art Jenseitskontakt im Traum. Aber im Nachhinein haben wir jetzt unseren neuen Hund und der sieht ja unserem alten Hund zu 100% ähnlich, ist also ein Doppelgänger. Das bedeutet jetzt für mich,
im Nachhinein, dass dieser neue Hund sich schon in meinem Traum sozusagen gezeigt hat, Wochen bevor er in unser Leben kam, mit dieser leichten Wahrnehmung, weil ich habe dann beim nächsten Morgen beim Aufstehen ja auch noch gedacht, war das jetzt unser Hund? War der jetzt noch mal da? Und habe aber schon den Verdacht gehabt, nein, das könnte auch ein anderer Hund gewesen sein. Aber er war ihm halt so ähnlich. Also da hat sich das dann auch wieder für mich, hat es Sinn ergeben im Nachhinein. Was wieder erklären würde, dass also unser Bewusstsein tatsächlich zu Zeitreisen imstande ist. Also, Ja. wir könnten ja unser Bewusstsein letzten Endes irgendwie manifestieren, vielleicht auch irgendwie auf einer Diskette speichern und eigentlich alles machen, ne? Also, ja, wir lassen unseren Körper hier und lassen unser Bewusstsein einfach arbeiten. Das wäre ja das Zeitreisen schlechthin. Dann bräuchten wir aber tatsächlich ja ein Avatar, der für uns letzten Endes irgendwo dann erscheint. Ne? Dass man halt eben auch irgendwo einen Körper hat oder also dass uns jemand anderes dann auch sehen kann. Weil ich meine, uns sieht ja kein anderer, wenn wir halt nur mit unserem Bewusstsein unterwegs sind. Also Ja. wenn ich mich jetzt zum Beispiel in der alten Wohnung meiner Großeltern zum Beispiel, die sind ja nicht mehr da, die leben nicht mehr, aber diese alte Wohnung, die ist mir halt eben wirklich total geläufig so. Und ich kann da, wie Daniel schon beschrieb, also ich kann das halt eben alles riechen, ich weiß, wie es da aussah und so weiter. So, da bin ich dann aber ja alleine. So. Und auch wenn ich meine Großeltern da sehe, kann ich irgendwie nicht richtig mit ihnen interagieren, weil ich bin da ja nicht physisch. Also bräuchte ich ja letzten Endes irgendwie einen Avatar, der sich da manifestiert. Ja. Es ist halt die Frage, ob es jetzt willentlich, ob wir das willentlich tun, oder das ist dann auch wieder, dann geht es ja fast schon in Richtung freier Wille, wer das Ganze steuert, oder ist es, wie manche spirituelle Meister ja auch andeuten, dass die Quelle, von der sie oft sprechen, also dieses Heimkehren in diese Quelle, die ist allgegenwärtig. Also die ist immer allgegenwärtig und drückt sich durch jede Form und durch alles, was geschieht, bereits vollkommen aus. Genau in dieser unendlichen Gegenwart. Die anderen Zeitreisen, die ich ja wirklich ganz bewusst auch gemacht habe, war in der Beratung mit den hellsichtigen Bildern. Also da war ja auch, da waren da immer wieder Sachen sind dann einfach dann eingetroffen oder wurden mir dann im Nachhinein bestätigt von meinen Anrufern oder halt Klienten damals. Also es bleibt für mich auch mystisch und ein Mysterium, das Ganze. Das finde ich ganz spannend. Ich finde auch ganz spannend, was du vorhin gesagt hast. Das geht mir gar nicht aus dem Kopf, dass diese Zeit sich auflöst. Hast du gesagt, diese Zeitteilchen sich auflösen oder dass es sich in Zeitteilchen auflöst? Ich weiß gar nicht, wie du es benannt hast. Das sind Verschränkungen von Quantenteilchen und die können sich auch so verschränken, dass es angenommen wird, dass es über Lichtjahre, über eine extreme Distanz auch geht. Und er hat nur, also in diesen Vorträgen wird einfach auch behauptet, dass eben diese Teilchen sich in der Zeit vor und zurück bewegen können. Geht man aus. Also es sind Behauptungen. Ja, Ja. von Wissenschaftlern. Es ist aber kein wissenschaftlicher Fakt. Es sind Annahmen, Thesen. Annahmen, genau. Ich finde das ganz spannend. Mich würde interessieren noch das Konzept. Da wirst du jetzt nicht die Infos dazu haben, vermutlich, aber was sie veranlasst, sich in welche Richtung zu bewegen. Also wie sie sich in welche Richtung bewegen. Also ja. Was dafür verantwortlich ist, dass sie sich nach vorne oder nach hinten bewegen in der Zeit. Das ist ganz interessant. Da werde ich mal die Fühler ausstrecken müssen. Spannendes Thema. Die Frage ist sowieso mit Zeit. Ja, es gibt da viele, du kannst viele Artikel über diese Sache lesen und ich bringe manchmal hier das Beispiel an, dass Zeit ja für jeden anders vergeht. Der eine sagt, der Arbeitstag ging schnell rum, der andere sagt, ging langsam rum. Hat sich alles gezogen wie Kaugummi der Tag und der andere sagt, ging doch rum wie nix. Was hast du denn? Ne? Ist Zeit eine objektive Realität, sagen wir es mal so, oder eine subjektive Wahrnehmung? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Jeder hat so ein anderes Verständnis von Zeit. Das finde ich so faszinierend. Also Zeit ist von uns aus, ist ja klar festgelegt. Wie lange ist eine Sekunde? Wie lange ist eine Minute? Wir wissen das, ne? Und eigentlich kann das jeder auch so ganz grob
ganz gut grob einschätzen, wie lange jetzt eine Minute ist. Du kannst ungefähr schätzen, okay, ich habe jetzt eine Minute gewartet oder zwei. So grob hat man ja schon dieses Zeitgefühl in sich. Manche nicht so, manche besser, manche schlechter, aber wir haben das Konzept von Zeit, ist ja für uns klar und fest, ist ja festgelegt. Trotzdem vergeht manchmal die Zeit wahnsinnig schnell. Für einen anderen, der genau neben dir steht, den ganzen Tag auf Arbeit zum Beispiel, vergeht die Zeit verdammt langsam. Der sagt, boah, was ist heute los? Ne? Hat er vielleicht nicht genug Arbeit? Hat er nicht genug Arbeit, ja, aber klar, du bist abgelenkt und so. Das sind natürlich so Dinge, die man mit einbrechen muss. Du bist abgelenkt, du hast zu tun oder du hast wenig zu tun, dann ist es ein bisschen langweilig, geht es vielleicht ein bisschen langsamer um den Tag, gefühlt. Aber ja, manche Leute haben eben auch gleich viel zu tun auf Arbeit und machen dieselbe Arbeit und der eine sagt, boah, es ging überhaupt nicht. Und der andere sagt, juhu, ist ja schon Feierabend, ne? Das ist für viele vielleicht unspektakulär. Ich finde, sich darüber Gedanken zu machen, extrem spannend, warum das so ist. Wieso das für jeden individuell so ist, dieses Zeitgefühl. Finde ich ganz spannend. Sehr, sehr interessantes Thema mit dem Zeitgefühl. Ja, also man kann sich ja auch vielleicht daran erinnern, wie das war als Kind, ne? Sommerferien, 6 Wochen, war irrsinnig lange. Also gefühlt ein halbes Leben habe ich da in meinen Sommerferien verbracht und alles Mögliche erlebt. Und heutzutage, da ist das nichts, ne? Das ist ein Fingerschnipp. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie wir Zeit wahrnehmen für uns. Also jetzt sind wir ja erwachsen und wir haben gewisse Abschnitte, wir haben einen Tagesplan, den wir machen. Kinder leben ja nicht so bewusst wie wir, die leben einfach so, ne? Also rein in den Tag und machen sich nicht so viele Gedanken, das muss noch, das muss noch, das muss noch. Nein, wir denken halt eben von Frühstück bis Abendbrot, so, ne? Und da muss halt eben alles Mögliche dann geschafft werden in der Zeit und ruckzuck ist so ein Tag rum. Und für ein Kind ist das halt eben elendig lange. So, und ich glaube, daran liegt der Hase schon im Pfeffer. Meine Großeltern sagten auch immer so, je älter du wirst, desto schneller geht deine Zeit. Und das ist, glaube ich, weil wir halt eben viel auch schon kennen. Wir kennen viele Abläufe schon, wie sie sind. Das ist alles so ein Gewohnheitsbrei, dass wir halt eben schon wissen, ja, jetzt ist schon wieder, jetzt geht die Sonne wieder unter, jetzt ist es schon bald wieder Bettzeit und ja, dann passiert nicht mehr viel am Tag so irgendwie. Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Wie abgeklärt man ist und wie viel man die Uhr benutzt und wie viel man die Uhr auch braucht. So, wenn man gar nicht so viel auf die Uhr guckt, dann kommt einem die Zeit gar nicht so schnell vor, glaube ich. Ja. Also ich selbst, ich sehe mich auch eher als Zeitreisender. Ich denke mir das einfach manchmal. Ich denke eigentlich, das von jedem Einzelnen von uns, dass wir ja sowieso auch so eine Zeitreise sind, durch das Leben, durch diese Existenz. Und gleichzeitig ja auch die Möglichkeit haben, in die Zukunft zu schauen. Aber wir nehmen dann dieses in die Zukunft schauen nicht als klaren Blick wahr, dass es sich dann wirklich so entwickeln kann oder entwickeln wird. Oder wir können da nicht unterscheiden, was jetzt vielleicht irgendwie ein Tagtraum oder eine Fantasie ist oder was ein klarer Einblick ist. Und so geht es ja auch uns mit der Vergangenheit. Deswegen, und ich durfte ja schon in das hineinblicken, was mir das Gefühl von Unendlichkeit, von Ewigkeit gegeben hat. Oder wie zum Beispiel meine Großmutter, die habe ich an ihrer Beerdigung gesehen. Und die ist dann einfach in so einem Strahl dann einfach verschwunden am Horizont. Und deswegen denke ich mir manchmal, dass ich halt schon vielleicht ein bisschen unbeschwerter hier leben kann auf der Erde, weil dass ich irgendwann sterbe, ist mir nicht ganz so wichtig. Und ich habe auch vor, bis ins hohe Alter zu arbeiten. Also zum Beispiel, das ist meine Leidenschaft, dieses Lernen oder dieses Umprogrammieren des Unterbewusstseins, die Freiheit, die mir geschenkt wurde, dass ich die anderen auch weitergebe, durch meine Bücher auch. Also ich habe gar nicht, ich habe gar nicht, ich in Rente zu gehen und nichts mehr zu machen, das ist für mich eine furchtbare Vorstellung. Da würde ich lieber irgendwo sein, wo ich mit Menschen sprechen kann und ja, also die Zeit, die mir halt bleibt, nutzen, aber dann geht es ja anscheinend weiter, wenn ich sterbe. Da ist vielleicht auch nicht jeder so optimistisch wie du jetzt. Zurzeit bin ich mit meinem Arbeitskollegen wir arbeiten an einem Altenheim, der Außenfassade. Und ich gucke mir manchmal die Omis und Opis da an, die sind ja alle mega cool und nett. Ich gucke die mir so an und die sitzen da auf ihren Stühlen. Und die haben nicht wirklich viel Action offensichtlich. Die machen ein bisschen Sport manchmal, ne? Und tanzen da oder spielen mit so einem Ball, werfen hin und her mit den Schwestern da.
Und ich denke mir, wie muss das für die sein, ne? Die sind so am Ende ihrer Zeit so langsam angekommen. Und wir haben auch mal, frag mich, was uns da geritten hat. Wir haben danach geguckt, wie lange man so im Schnitt im Altenheim verbringt. Da steht drin, dass dass man im Schnitt nur 25 Monate im Altenheim ist. Und dann ist Schluss. Also es ist ein durchschnittlicher Wert, dass man so ja, so knapp 25 Monate, glaube ich, im Altenheim ist. Natürlich nach oben offen. Also, ne, das ist aber offensichtlich so ein durchschnittlicher Wert. Da denke ich mir, das wird der ein oder andere vielleicht wissen. Ne, weiß nicht. Oder sich denken. Ich meine, du kommst ins Altenheim und dann weißt du da, okay, da kommst du nicht mehr raus, ne? Das ist so die letzte Station dann für die älteren Leute. Die sitzen dann da und ich denke mir manchmal, was haben die für Gedanken noch und sind die cool damit oder wie empfinden die das, ne? Dass jetzt ihre Zeit so langsam zu Ende geht und was hat man da für Gedanken und macht man auch gerne mal so eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit? Hast du bestimmt oft, wenn du, je älter du wirst, das habe ja ich schon echt schon ab und an, habe ich ja vorhin gesagt, ich denke echt oft und gerne so an meine alten Tage zurück, ohne Handy. Und ohne dieses ganze Technik-Schnickschnack-Zeug, was wir da hatten jetzt, was wir da heute jetzt haben, das war schön, denke ich gerne und oft zurück. Aber wenn du jetzt ein alter Mensch bist und ja, so im letzten Lebensabschnitt bist, dann wirst du bestimmt öfter mal so eine gedankliche Zeitreise machen und wirst dir wünschen, in eine Zeitmaschine einsteigen zu können und nochmal dahin reisen zu können, nochmal jung zu sein. Ne? Das ist, Ich ja. glaube, viele freuen sich aber auch darauf, gehen zu dürfen, weil viele haben halt auch einen Glauben und viele glauben, dass sie ihre Lieben wiedersehen auf der anderen Seite. Und die sehen ja auch ganz viele Leute gehen, einfach, ne? Also Freunde sind gegangen von ihnen, auch andere, die auch in dem Heim wohnen, sind gegangen und so weiter. Also es ist, glaube ich, auch vielleicht nicht für alle, aber bestimmt für einige auch so ein bisschen so ein Hoffen darauf, so bald sehen wir uns wieder. Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist wie so ein Nachhausekommen, ein Zurückkommen, die Vorfreude darauf, vielleicht seinen Ehepartner wiederzusehen oder seine verstorbenen Haustiere oder wen auch immer man halt eben gehen lassen musste. Und letzten Endes ist man ja, also gesetzt den Fall, du bist 90 geworden jetzt, ne? Also das ist ja auch die Wunschvorstellung wahrscheinlich, also auch mal alt zu werden. Aber wer ist denn da noch? So, ne? Das ist dann halt eben so die Frage. So, da sind dann halt natürlich dann vielleicht noch deine Enkelkinder, wenn die dich überhaupt besuchen. Bei meisten ist das ja auch sehr traurig, da wird man dann nicht mehr besucht. Da wird man vergessen. Ich weiß nicht. Und wenn der Körper auch nicht mehr so mitspielt und man hat halt eben auch Schmerzen vielleicht oder hat eine schwere Krankheit oder es geht einem nicht so gut, da sehnt man sich vielleicht auch nach dem Tag, dass es dann jetzt endlich mal vorbei ist. Oder man ist stolz darauf, was man erlebt hat und sagt, so jetzt mache ich den Platz für andere frei. Also, ja. Ich liebe das ja auch, diese Erklärung oder dieses Wissen, diesen Wissenschaft, den wir auch schon auf dieser Welt haben. Zum Beispiel, mir fällt da das Buch vom Leben und vom Sterben ein. Das ist das tibetische Totenbuch, glaube ich, oder das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Da wird dem Sterbeprozess in den letzten Monaten auch immer wieder Sinn verliehen. Das heißt, im Endeffekt durch starke Schmerzen, durch vielleicht auch dieses Verzagen am Leben, durch diese Isolation, auch durch diese Traurigkeit, wird in diesem Buch das so beschrieben, dass dadurch im Endeffekt festgefahrene Glaubensmuster auch noch zerfallen können. Die können sich aber am gewissen Punkt nicht mehr halten in diesem Sterbeprozess. Und dadurch lösen die sich von diesem irdischen. Also es ist, da wird dem Ganzen auch wieder Sinn verliehen. Was oberflächlich betrachtet vielleicht wirklich traurig aussieht, so wie du es beschrieben hast, Daniel. Aber dieses Verzagen stellt sich dann vielleicht irgendwann in der Sterbephase dieses Loslassen ein. Kann sich vielleicht nur einstellen, wenn das Wesen dann wirklich einfach sich übergibt sozusagen oder hingibt ganz und es sich einfach nicht mehr halten kann. Weil das ist halt nicht einfach, den Körper zu verlassen. Krishnamurti, glaube ich, war so der große spirituelle Meister, sind dann später auch, haben auch noch eine Sterbephase, auch mit Schmerzen noch durchgemacht. Also selbst die großen erleuchteten Wesen
auf dieser Erde mussten da teilweise durch. Das ist ja spannend. Also von diesem Buch habe ich gehört. Ich habe nie reingeguckt, Chance gehabt, reinzugucken. Ich habe es nie vorgehabt bis jetzt, aber sollte ich vielleicht mal tun. Klingt ganz interessant, was du da erzählst. Ja. Vielleicht bin ich da auch zu, keine Ahnung, zu negativ, was das angeht. Ne? Ich sehe halt da, ich bin halt da und sehe die älteren Leute, wie sie da sitzen, auf ihren Stühlen vor sich hingucken. Aber natürlich kann es sein, dass die meisten cool damit sind, wie Vivi das sagt. Ne? Vermutlich ist es auch so. Die wirken ja jetzt nicht wahnsinnig unglücklich oder so. Aber ja, vielleicht sieht man sich da auch selbst schon so ein bisschen sitzen und denkt sich, oh, fuck. Ne? Daniel, also Irgendwann wirklich. sitze ich auch da und krüppel da rum und ne? Du siehst halt deine Zeitlinie wahrscheinlich, ne? Also du siehst sie quasi so vor dir, so, ne? Also mit Anfang und Endstation. Natürlich. So, aber du siehst nicht, was dazwischen drin ist. Das ist ja so wichtig, das Doch, zu füllen. das sehe ich natürlich auch, dass das Oh wichtig Gott sei Dank, dass du das dann auch noch siehst. ist. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Also bitte. Negativ. Wenn das Thema vielleicht auch Menschen interessiert, ich habe mit 25 auch einer meiner besten Kurse hier auf diesem Planeten, den ich jemals absolviert habe. Das war der Grundkurs im Hospiz in Nürnberg als Sterbebegleiter. Also ich war schon immer dem Tod offen gegenüber anscheinend. Auch als 25-Jähriger saß ich da mit grünen und blauen Haaren im Grundkurs zum Sterbebegleiter. Und das waren 9 Abende, drei Stunden. Und das war wirklich ein ganz, ein toller Kurs, mit dem ich viel übers Leben gelernt habe, über mich selbst und auch über die Sterbephase. Erzähl mal ein bisschen was. Naja, als Sterbebegleiter sitzt du ja dann praktisch bei dem Sterbenden. Du sitzt ja am Bett des Sterbenden und bist im Endeffekt ein Wissensschatz. Du weißt genau, wie eine Beerdigung organisiert werden kann. Du weißt aber auch die verschiedenen Sterbephasen. Du bist dir bewusst, dass der Sterbende auch in einer Phase der Aggression rutschen kann, in eine Phase der Verzweiflung, also wenn der Tod sich nähert. Du bist im Endeffekt wirklich voll und ganz für den Sterbenden da. Und mir sind einfach so Sätze im Hinterkopf noch da, die mir von diesen Ausbildern damals mit auf den Weg gegeben wurden. Zum Beispiel eine: Lüge den Sterbenden nie an, denn er wird es hören. Er wird wissen in dem Moment, dass es eine Lüge ist. Das ist diese Hochsensibilität, die sie einfach in dieser Phase haben. Und als Sterbebegleiter bist du normalerweise nur da, um auch vielleicht manchmal die Angehörigen zu entlasten. Das heißt, wenn der Mensch zu Hause stirbt, dann kann ein Sterbebegleiter auch da das anbieten, dass er nach Hause kommt und einfach mal 3, 4 Stunden am Bett ist und dass einfach jemand da ist für den, dass die Menschen, die Familienmitglieder dann einfach mal eine kurze Auszeit auch haben. Ob die sich dann hinlegen oder mit der PlayStation spielen oder vielleicht einkaufen gehen oder zum Haare machen oder zur Fußpflege, das ist ja dann eine andere Sache. Wow. Ja. Ich denke, für mich wäre das nix, aber es klingt wirklich sehr interessant, ja. Intensiv stelle ich Ja. mir das vor, sehr intensiv. Lass uns nochmal auf die Zeitreisen zurückkommen. Was gerade von alten Opis haben und alten Omas. Was glaubt ihr? Ihr habt doch bestimmt von diesem Großvater-Paradoxon gehört, oder? Reist in die Zeit zurück, triffst auf deinen eigenen Großvater. Stell dir vor, du würdest ihn ums Leben bringen, auf irgendeine Art und Weise. Würdest dich dann vermutlich nicht geben. Das Großvater-Paradoxon. Ah, okay. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es wirklich so sein könnte? Naja, nachdem wir ja alle sozusagen anscheinend so eine unendliche Energieform darstellen, und ich vielleicht aus der Zukunft auf alles zurückschauen kann und mir manche Leben nicht passen, vielleicht würde ich dann sowas machen, aber ich habe keine Ahnung. Mein Großvater unbedingt dieser Zeitlinie, weil die gefällt mir einfach nicht mehr. Ja, ich muss so ein bisschen an zurück in die Zukunft denken, wo dieses Bild plötzlich weggeht von einem selbst, ne? Also, dass man halt versucht, also er versucht ja, sich selber zu retten, indem er halt ja diese Familienkonstellation aufrechterhält. Und das ist schon sehr, weiß ich nicht. Also, würde man das selber tun? Also, Selbsterhalt ist doch irgendwie
das, was einem ja so irgendwie vorstrebt. Und dann würde ich doch nicht mich selber irgendwie auslöschen wollen, oder? Darum geht es ja vermutlich auch nicht. Geht ja nur um die Tatsache, um die Idee, dass es sein könnte. Würdest du es tun, würde es dich vermutlich dann auch nicht geben. Du würdest dann wahrscheinlich auch verschwinden oder so, sagt man, ne? Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass es so ist. Ist ja auch so eine menschengemachte Theorie natürlich, logischerweise, was auch sonst. Und ich denke, dass es ganz anders sein könnte, dass es gar nicht mehr relevant ist, ob du ihn am Leben lässt oder vielleicht auch nicht, dass du dann trotzdem weiter existieren würdest, denn das ist ein ganz anderer Zeitstrang, denke ich. Das ist so meine Idee dazu. Das ist ja alles schon da. Bist ja schon da. Ich glaube nicht, dass du verschwinden würdest, wie im Film, zurück in die Zukunft, dass da die Familienkonstellation nicht mehr zustande kommt, weil eben die Eltern auseinandergehen oder fast auseinandergegangen sind und er ist so langsam verschwunden und dann hat er die zusammengebracht wieder und dann war er wieder da. Das denke ich nicht, denn ich denke, diese Zeitlinie existierte ja schon und ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Das denke ich. Also spannend wäre natürlich, sein älteres Ich zu treffen. So, also das würde ich richtig spannend finden. Und dann halt eben drüber philosophieren. Was hat man gemacht, was nicht und so weiter. Und ja, wie ist man dazu gekommen? Schläft man unter der Brücke oder hat man es geschafft? Aber letzten Endes, das würde ich total spannend finden. Oder halt eben, ja, ich würde ja, also ich hatte ja schon zu euch gesagt im Vorgespräch, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich tatsächlich in die Vergangenheit reisen wollen, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern sich kennengelernt haben. Und das finde ich, das ist eine spannende Zeit gewesen. Und es sind 70er Jahre gewesen, ne? Und das, ja. Und dann? Dann hätte ich sie beobachtet, wie die so miteinander gewesen sind und so. Aha. Nein, nicht die fiesen Dinger. Das würde ich doch Geguckt. niemals tun. Nein, aber letzten Endes, nein, aber die haben total viel erlebt so zusammen, ne? Und da hätte ich das hätte ich gerne erlebt, weil ich das so als Kind ganz anders wahrgenommen habe. Und wie sie so miteinander waren, als ich nicht da war, das hätte ich gerne gewusst. Also doch. Mann! Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, diese Auslöschung, von der du gesprochen hast. Weil ich habe das schon so erlebt in dieser Lichterfahrung sozusagen. In dieser Lichterfahrung ging das dann so weit, die hat ja 2 Wochen ungefähr angedauert. Und wenn ich dann mal kurz Zeit hatte, weil ich habe ja ganz normal weitergelebt hier auch, saß ich wirklich da am Schneidersitz und habe eben diese Wahrnehmung war, von goldenem Licht, das wirklich durch den Kopf in den Körper von außen eingeströmt ist oder den ganzen Körper durchströmt hat. Also helles Licht, goldenes Licht. Und bevor das Ganze wieder abgeebbt ist, war ich an einem Punkt kurz vor der Auslöschung. Und da war ich mir ganz bewusst, dass wenn es jetzt weitergeht, wenn diese Energie weiterhin anhält, werde ich ausgelöscht. Das war aber nicht eine Sekunde, Nanosekunde erschreckend oder ich hatte keine Angst und es war einfach wundervoll, reine Liebe, reines Licht, fantastisch, weich, zart, Also das bedeutet wundervoll. letzten Endes, dass dein Körper, also du hast von deinem Körper gesprochen, der ausgelöscht Nein, wird. Oder wirklich, von der Bewusstheit, dass es diesen Bernd jemals gegeben hat. also das ist dann sozusagen dieses Transzendente, ne? Also dass du Ja. dich selbst transzendierst. Alles, was mit Bernd zu tun hat, wäre dann wahrscheinlich weg gewesen. Bernd wäre weg. Also es gibt dann keinen Bernd mehr. Und es war nicht schlimm. Aber was gibt es dann noch? Das ist die gute Frage, was übrig bleibt. Viele Lehrer, spirituelle Lehrer weisen immer darauf, du bist im Endeffekt immer das, wenn du eigentlich alles wegnimmst, was du glaubst, dann das bisschen, was übrig bleibt. Oder wie wir es mit Daniel mal hatten, ist das Gefühl, kurz vorm Einschlafen, wo du eigentlich nicht mehr weißt, wer du bist. Da bist du deiner wahren Natur am nächsten, so hat es mal Karenz beschrieben. Ja. Ich muss mich an eine Leserzuschrift erinnern, als du das gerade so erzählt hast. Da kommt mir einiges sehr bekannt vor. Die habe ich mal eingesprochen. Es war ein verdammt langer Brief von einem Leser oder eine E-Mail von einem Leser. Ich schicke dir das mal zu später. Also da kommt mir einiges bekannt vor. Das klingt wirklich so nach dem, was ich da gelesen habe und auch vorgelesen habe für den Podcast hier. Ich schicke dir mal den Link. Sehr interessant, das Ganze. Ich will noch mal ganz kurz auf das Großvaterparadoxon eingehen. Du kanntest es ja nicht und Bandits wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht. Und vielleicht auch der ein oder andere, der zuhört,
kennt es vielleicht auch nicht. Kann es sein, dass es jemand nicht kennt. Ich möchte es nochmal genauer erklären und lese deswegen hier mal kurz vor. Das Großvater-Paradoxon ist ein klassisches Gedankenexperiment aus der Physik und Philosophie, das sich mit den möglichen Konsequenzen von Zeitreisen beschäftigt. Es geht folgendermaßen. Angenommen, es wäre möglich, in der Zeit zurückzureisen. Ein Zeitreisender könnte dann in die Vergangenheit reisen und dort seinen Großvater töten, bevor sein Vater geboren wurde. Dies würde zur logischen Frage führen, wenn der Großvater tot ist, wie kann der Zeitreisende dann geboren worden sein, um überhaupt zurückzureisen und seinen Großvater zu töten? Dieses Paradoxon stellt eine Herausforderung für die Möglichkeit von Zeitreisen dar, da es zu logischen Widersprüchen führt, wenn man annimmt, dass die Vergangenheit durch Eingriffe aus der Zukunft verändert werden kann. Es beruht auf der Annahme, dass eines linearen, kausalen Verständnisses von Zeit, bei dem Ereignisse eine feste Abfolge haben und jede Veränderung in der Vergangenheit potenziell schwierige Konsequenzen für die Zukunft haben könnte. Das Großvaterparadoxon. Das ist eben die Frage. Reist du zurück in die Zukunft oder der Hund? Da ist er doch, der kleine Hund. Der Doppelgänger. Der Doppelgänger. Die Zuhörer sehen das jetzt nicht. Bernds Hund ist aufgetaucht. Aus dem Nichts kam er aufgetaucht. Ein hübscher ist das Doppelgänger. Und ja, tust du was in der Vergangenheit? Ändert das was in der Zukunft? Das ist ja auch die große Frage, ne? Ich frage mich, hättest du die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, würdest du viele Zeitreisen unternehmen, ob du jetzt mit einer Maschine durch die Zeit reist, wie Gibi das gerne machen würde, einsteigen und in die Vergangenheit reisen? Oder wie auch sonst immer, wie würdest du dann altern? Oder würdest du dann altern? Was würde sich dann für dich ändern in Bezug auf Altern, frage ich mich. Das ist eine interessante Frage. Man löst sich immer wieder auf. Irgendwann, das ist so eine Regel. Man löst sich immer wieder auf und dann springt man wieder in eine neue Zeit und dann, ja, man altert nicht. Weil man ja immer in verschiedenen Zeitsträngen ist. Ja, dazu gibt es noch was zum Großvaterparadoxon, das vielleicht auch damit zu tun haben könnte. Da kann man lesen, Physiker und Philosophen haben verschiedene Lösungsansätze für das Großvaterparadoxon vorgeschlagen, wie zum Beispiel die Idee, dass Zeitreisen möglicherweise nur in eine Parallelwelt führen könnten, die sich von der ursprünglichen Zeitlinie unterscheidet, oder dass die Natur der Zeit selbst solche Eingriffe verhindert. Es bleibt jedoch ein faszinierendes Thema und so weiter und so fort. Also, ja, dass Zeitreisen möglicherweise nur in eine Parallelwelt führen könnten. Das finde ich auch ganz interessant. Dass du gar keine richtige Zeitreise machen kannst, sondern so eine parallele Welt besuchst. Aber wenn man jetzt in so einem Wurmloch steckt, ne? Also wenn die Zeit sich Die ausdehnen kennt sich. kann und wieder zusammen, wie sagt man, zusammenziehen oder zusammendrücken kann, dann entsteht ja irgendwie dann ein Wurmloch. So habe ich das halt, so habe ich das verstanden. Und wenn man sich da drin befindet, dann, ja, dann kannst du ja in die Zeit reisen letzten Endes. Es gab ja mal so zwei Frauen, die das gemacht haben. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt. Die haben sich da in diesem Gebiet vom Schloss von Versailles aufgehalten. Das ist ein riesengroßes Gebiet von 8 Quadratkilometern. Und die sind dann spazieren gegangen, haben sich da irgendwie verlaufen und sind dann in so eine Zeitdimension gekommen. Also es wurde immer enger. Die Zeit hat sich da irgendwie so zusammengeschlossen. Und plötzlich waren sie ganz woanders, beziehungsweise es kamen Leute auf sie zu, die andere Gewänder anhatten, schon so mittelalterliche Gewänder. Und dann haben sie sich gefragt, was ist denn hier los, was ist denn das? Und sind dann halt, haben dann versucht, also es war dann halt eben also auf der gleichen Ebene letzten Endes, aber halt eben zu einer anderen Zeit. Und die sind dann halt eben wieder rückwärts gegangen, sind aus dieser Zeit rausgekommen. Und haben dann letzten Endes ein Buch davon geschrieben, weil sie das halt eben so krass fanden. Aber wenn man jetzt in so einem Portal oder was auch immer das ist, da wo sich halt eben die Zeit zusammenzieht und ausdehnt und wo dann halt eben so ein Wurmloch entstehen kann und wenn man da zufällig drin ist, dann könnte das ja möglich sein, dass man halt eben Zeitreisen macht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber diese Geschichte passte da so zu. Ja. Geht mir ständig so. Ich verliere mich auch manchmal meinen Gedanken und da weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte.
Aber aber das war halt eben, weil diese beiden Frauen das halt eben, also die haben das halt eben gemerkt, dass diese Ebene immer schmaler wurde irgendwie. Und ihnen wurde auch schwindelig und denen ging es irgendwie ganz komisch und plötzlich kamen halt eben diese Menschen auf sie zu. Und im Nachhinein hatten sie auch rausgefunden, also als sie wieder in ihrer Wirklichkeit waren, haben sie auch rausgefunden, dass dieses Areal, das sie betreten hatten, da wo sie sich verlaufen hatten, eigentlich nicht für Besucher betretbar war. Also es war eigentlich nicht erlaubt, in diesen Bereich zu gehen. Und ja. mir ist witzigerweise, wie du gesprochen hast, warum auch immer, ist mir gerade eingefallen, dass ich mal mit 24 Jahren auf der Straße mit Freunden war ich unterwegs, ich bin gelaufen und ich habe einen Ehering gefunden und da war mein Name eingraviert und der hat gepasst. Was? Das ist krass. Und aber das, Meinst du das? ein Ehering, ein goldener Ehering, ich habe den auch nicht abgegeben bei der Polizei, weil das war zu eindeutig. Also wer findet schon, also mit seinem eingravierten Namen Bernd, einen Ehering, einen goldenen Ehering, der auch noch passt auf der Straße, deswegen habe ich sie nicht abgegeben. Und ich habe auch ein paar Wochen vorher vom Vortrag, da ging es um Talismänner und da hieß es auch, einen Talisman findest du. Der kann dir zwar auch geschenkt werden, aber normalerweise findet man ihn. Also ich weiß nicht, warum ich jetzt auf die Idee komme, aber wie du gesprochen hast, ist mir plötzlich dieser Ring eingefallen. Ja, aber das ist ja, also, hast du den denn noch? Ja. Hast du damit auch geheiratet? Nein. Okay. Das wäre ein bisschen freaky gewesen, glaube ich. Ich. Der passt auch mittlerweile nicht mehr. Der hat damals gepasst, jetzt passt er nicht mehr. Okay. Du sagst, ein Talisman findet man. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe ihn leider nicht in Griffweite. Der ist 2 Meter weiter hier an meinem Fahrrad, das hier im Wohnzimmer steht. In meiner Tasche ist der drin. Ich bin nicht sicher, ob ich es als Talisman bezeichnen würde, denn ich bin nicht so der Typ, der unbedingt an Talismans und solche Dinge glaubt. Aber irgendwie schon. Denn irgendwas hat mich dazu bewegt, damals dieses Teil mitzunehmen. Es ist eine Kette und es sind so wie so Holzperlen an dieser Kette und sah schon ein bisschen so, naja, bisschen verranzt sah das Teil schon aus. Ich bin da durch die Stadt gelaufen. Und manchmal, also das ist bei uns hier in der Stadt in Coburg, in der Nähe von Coburg wohne ich ja und ich bin durch Coburg gelaufen und da stehen manchmal so Kartons vor den Häusern in der Stadt, steht drauf, bedient euch oder sind Gläser drin oder man kann sich was mitnehmen. Und das tue ich eigentlich nie, weil ich meine, ich habe alles, was ich brauche, ne? Aber das stand da vor so einem Laden, vor so einem alten Fotoladen. Ich wollte mir Fotoapparate angucken an diesem alten Fotoladen. Und bin da reingegangen in diese kleine Gasse und sehe, dass er gar nicht mehr da ist, dieser Laden. Der war dann leer und ist umgezogen, irgendwie ein paar Häuser weiter. Und ich sehe aber diesen Karton, der da stehen und da ist diese Kette drin. Und ich bin niemand der Ketten, ich trage keine Ketten. Ich habe auch Ketten mit so Heilsteinen dran, meiner Kollegin Julia geschenkt bekommen und finde ich wunderschön, wunderschöne Ketten. Aber ich trage sie nicht, ich trage keine Ketten. Und diese Kette, die ist mir ins Auge gestochen, obwohl die wirklich schon ein bisschen so, ja, nicht mehr schön aus. Sie sah nicht mehr schön, war schmutzig und abgetragen. Und ich habe irgendwie gewusst, ich muss die mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Ich habe die mitgenommen. Da waren so Holzperlen dran. Unten am Ende der Kette ist so eine Art Medaillon ist da dran. Ich nehme an, es ist Kunststoff, so kreisförmig. Bisschen größer als die Kapsel von so einer Wasserflasche, würde ich sagen. Und da drin ist ein ich glaube, so ein weißer Buddha ist da drin. In dieser Glas- oder in dieser Kunststoffkapsel. Ist da ganz flach, ist der da so drin, so ein Buddha, so ein kleiner, vermutlich künstlich hergestellt oder per Hand, ich weiß nicht, geschnitzter kleiner Buddha drin. Und ja, bin jetzt auch kein Buddhist oder so, oder hab keinen Drang, zu folgen oder so. Ich wusste, diese Kette muss ich mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Irgendwas hat mich dazu gedrängt, diese schmutzige, runtergeranzte Kette mitzunehmen. Die habe ich dann in meine Fototasche gesteckt, in die Seitentasche von meiner Fototasche und da steckt die seit diesem Tag. Und das ist bestimmt schon 3 Jahre her oder so. Seitdem steckt die in dieser Seitentasche von meiner Fototasche. Ich habe die da, glaube ich, auch erst ein oder zweimal rausgenommen, seit ich die mitgenommen habe. Aber ich bring's auch nicht übers Herz, die irgendwo anders hinzulegen. Die ist da an dieser Seite nicht. Ich habe auch das Gefühl, die muss da drin bleiben und da ist die gut aufgehoben. Und da ist die in der Seitentasche von meiner Fototasche drin. Seit ich die da mitgenommen habe. Ich weiß nicht warum. Ob das jetzt so eine Art Talisman für mich ist, ob ich
die mir Glück bringen soll oder was weiß ich. Ich glaube nicht so an solche Dinge eigentlich, aber ja, irgendwas hat mich dazu bewegt. Weiß nicht was. Vielleicht war es ja mal deine. In einer anderen Zeitlinie, meinst du? Ja, genau. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, sie würde gerne zurückreisen und ihre Eltern beobachten, wie sie Schweinereien machen. Stellt sich doch die Frage, ist es überhaupt ethisch vertretbar, in die Vergangenheit zu reisen und Sachen zu beobachten? Weil du veränderst ja etwas. Es gibt doch auch, wie heißt das nicht, dieser Butterfly-Effekt? Aber was verändere ich denn, wenn ich jetzt nur beobachte? Also. Du trittst einen Grashalm um, zum Beispiel. Das könnte ja schon eine große Auswirkung haben. Oder trittst ein Gänseblümchen um. Oder trittst auf eine Biene. Oder. Als wäre ich so ein Lulatsch, ne, der alles zertreten würde. Also sowas. Ich würde natürlich. Naja, es ist ja wohl keine Kunst, auf der Wiese rumzulaufen, aus Versehen auf eine Biene zu treten. Oder Dann waren sie ja gar nicht auf einer Wiese. Ja, jetzt heute sind wir aber genau, oder? Und. Bei einem Hotelzimmer. Hotelzimmer. Ja, durch Schlüsselloch geguckt und den Türgriff abgebrochen vielleicht. Vielleicht ist das, ja, aber ja, vielleicht könnte das diesen Butterfly-Effekt auslösen und könnte eine große Auswirkung haben, da wo du dann abgereist bist sozusagen, dass du zurückkommst und nichts mehr ist, wie es war. Ist es das Risiko wert? Nur ein bisschen zu spannend? Aber vielleicht, also jetzt ist jetzt eine ganz wilde Theorie, ne? Ja. Aber wenn wir jetzt mal nur bei den Beobachtern sind, wenn diese Außerirdischen und die UAPs und diese UFO-Sichtungen und so weiter, ne? Es kann ja auch sein, dass wir das sind und wir uns einfach nur beobachten. Also wir, die natürlich schon in der Zukunft irgendwie was erfunden haben und so weiter und wir beobachten uns selbst. Könnte das sein? Das könnte doch auch sein. Wir beobachten uns ja nur. Wir greifen nicht ein, wir beobachten. Naja, würdest du eine Zeitreise unternehmen zu einer Zeitmaschine, könntest du ja vermutlich eingreifen. Ja, aber vielleicht geht das nicht. Weil ich ja weiß, also vielleicht weiß ich ja in der Zukunft, dass wenn ich das machen würde, würde alles kaputt gehen, alles. Würde alles zerstören. Und deswegen mache ich es nicht und deswegen beobachte ich das nur alles von oben. Also, Bernd hat ja das Thema Zeitreise in einem ganz anderen Kontext benannt, den ich auch ganz spannend fand, was er da vorhin erzählt hat, zu seinen Erlebnissen in Bezug auf Zeitreise. Was sagt denn Bernd dazu zum Thema Eingreifen in die Zeit? Ich habe mich ja aus der hellsichtigen Beratung wieder sehr zurückgezogen, weil ich ja auch, weil da kann ja praktisch, konnte ja dann damals jeder anrufen und ich war nicht gezwungen natürlich, aber ich bin ja ein Menschenfreund, das heißt, ich habe dann schon immer überall hineingeschaut und nicht nur immer, wie soll man sagen, Schönes gesehen, sondern auch wirklich sehr dunkle Sachen. Und Bilder aus der Zukunft. Es gibt ja auch den Fall, wo ich mich mal geweigert habe. Ich glaube, das habe ich auch mal erwähnt in einem Interview mit dir. Da ging es um eine Vaterschaft. Ging es um eine Vaterschaft, da hat eine Frau angerufen wegen der Vaterschaft und ich wurde dann wirklich in der hellsichtigen Beratung von einem hellen weißen Licht getroffen und zwar aus einem Licht aus Liebe. Und das betraf dann den Fall des Kindes und dem Vater. Und dann habe ich einfach nachgefragt, ob die beiden sich einfach wirklich abgöttisch lieben. Und die hat die Frage bejaht. Und die waren aber in der Scheidungsphase. Und dann bin ich eben, habe ich gesagt, ich kann dir leider und ich möchte die Frage auch nicht beantworten, ob es der leibliche Vater ist oder nicht, weil es spielt keine Rolle. Diese Liebe, die ich da wahrgenommen habe, die ist so großartig und wundervoll, dass ich die einfach auch nicht schwächen wollte mit weiteren Nachforschungen. Und ich denke, das ist auch ein Hinweis vielleicht für alle, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich es einfach gerade eben fühle, für alle Menschen, die sich in hellsichtigen Beratungen oder hellsichtig beraten, passt da auch mit auf. Ich finde, wir haben da auch eine gewisse Verantwortung und wir können auch wirklich Sachen ablehnen. Das beschreibe ich auch in meinen Büchern, dass du nicht in alles hineinschauen musst. Kannst auch Nein sagen. Kannst auch Nein sagen. Ist vielleicht ganz wichtig, ne? Ja. Ist die Zeit deiner Erfahrung nach linear? Oder
Nicht linear. Gleichzeitig. Ich liebe das Wort gleichzeitig. Es geschieht alles gleichzeitig. Gleichzeitig muss nicht linear heißen, oder? Naja, das hebt ja schon mal ein bisschen Vergangenheit, Zukunft auf. Es sind zwar Modelle da, wir können zwar uns Vorstellungen machen von einer möglichen Zukunft, aber immer nur in dem Hier und Jetzt, in dieser Gegenwart. Und ich komme dann immer wieder auf den Satz von Karl Renz zurück. Also die Zukunft, die schon da ist, in ihren multiplen Möglichkeiten. Und Vergangenheit auch, das schließt dann wahrscheinlich alle Paralleluniversen mit ein. Also ich kann ja die Frage auch nicht genau beantworten, aber ich liebe einfach das Wort gleichzeitig, dass es alles eben schon gleichzeitig geschieht. Auf eine Gleichzeitig. ganz paradoxe Art und Weise. Ja. Krasses Thema, Leute. Ich finde das immer wieder spannend, das Thema Zeit und Zeitreise. Wie gesagt, bin gespannt, ob es irgendwann mal einen Weg geben wird, wirklich durch die Zeit zu reisen. Wenn man in die Science Fiction guckt, da gibt es das ja alles schon in der Science Fiction. Da gibt es ja dann auch Zeitreise, Tourismus und solche Dinge. Weiß nicht, ob das irgendwann mal ein Ding sein wird, ich weiß es nicht. Ganz am Anfang haben wir noch CERN erwähnt. Was wisst ihr über CERN? Seid ihr da drin im Thema? Bibi. Ja, also es ist ja schwierig, weil CERN ja, die forschen ja an Quanten und an Teilchen und beschleunigen Teilchen, und eigentlich geht es halt darum, wie ist eigentlich die Erde entstanden, wie ist es mit dem Urknall entstanden und so weiter. Sie versuchen das halt eben nochmal nachzuspielen, um halt eben rauszufinden, was, ja, wie ist alles entstanden. Und was ich darüber weiß, ist halt eben, dass es viele Theorien gibt oder beziehungsweise auch so, ja, Verschwörungstheorien, dass CERN halt eben daran schuld sein soll, dass wir uns auf verschiedenen Zeitlinien befinden oder beziehungsweise einen Zeitsprung gemacht haben, als sie CERN wieder angestellt haben und sie halt eben an diesen Teilchen geforscht haben, um dann halt eben Wurmlöcher halt eben künstlich zu generieren und dadurch halt Portale geöffnet haben, so halt, dass auch Fremdwesen hier Eintritt hatten in unsere Dimension und so weiter. Das kann man auch nachlesen und so. Also es übersteigt natürlich wirklich, das muss man sich auch erstmal alles merken, was da eigentlich alles passiert an diesem ganzen in diesem Forschungslabor. Ist ja ein riesiges Labor, also mit riesigen Tunneln und man kann sich das und Rohren und man kann sich das gar nicht vorstellen, was sie da eigentlich alles machen. Aber in der Schweiz, da steht das ja, sollen ja auch schon Erschütterungen stattgefunden haben, wovon die Leute ausgehen, dass das halt eben auch mit CERN zu tun hat. Die wollten, glaube ich, das Gottesteilchen finden, hieß es doch mal vor ein paar Ja, Jahren, gell? ganz genau. Und ich glaube, sie haben Das das sogar gefunden. kleinste, das ist Ja, also, ja. ja. Aber es hat also wirklich ganz viel mit dem Quanten zu tun. Es hat ganz viel mit diesen ganzen Teilchenbeschleunigungen zu tun und das Aufeinandertreffen und ja, den Urknall quasi reproduzieren. Und ja, und das, wenn an sowas geforscht wird, dann kann ich natürlich mir auch vorstellen, und wenn man das halt eben weiterspinnt, halt eben das doch da irgendwas entsteht, was vielleicht nicht entstehen soll. Also dass diese Erschütterungen halt eben ja auch was machen mit uns und ja, also Oder es soll entstehen. ja, genau. Also, aber es wurde ja mal ausgeschaltet tatsächlich, und das Ausschalten hat halt eben auch eine Erschütterung ausgelöst und es wurde auch wieder angeschaltet und ja, ob das jetzt alles nun so gut ist, das sei jetzt nur noch mal so dahingestellt, da habe ich leider keine Ahnung von. Aber es ist trotzdem spannend, mal darüber so ein bisschen nachzuforschen, mal so ein bisschen zu lesen und zu hören. Aber alles kann man da nicht so aufnehmen, vor allen Dingen, wenn es nicht um Quanten geht und um diverse Namen von verschiedenen Teilchen und wie sie alle heißen. Bernd hat das Gottesteilchen erwähnt, da kann ich ja kurz vorlesen hier. Das Gottesteilchen ist der populärwissenschaftliche Name für das Higgs-Boson, ein fundamentales Teilchen im Standardmodell der Teilchenphysik. Der Begriff Gottesteilchen wurde von dem Physiker Leon Ledermann
Geiler Name, geprägt und ist etwas irreführend, da es suggeriert, dass das Teilchen eine besondere religiöse oder metaphysische Bedeutung hat. In Wirklichkeit hat der Name mehr mit der Schwierigkeit zu tun, das Higgs-Boson zu entdecken und seiner fundamentalen Bedeutung für die Physik. Also, das hat man gefunden, ja. Also CERN betreibt ja diesen LHCs, diesen Large Hadron Collider, diesen Teilchenbeschleuniger. Das ist der größte und leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger der Welt. Man kann lesen, im LHC werden Protonen und schwere Ionen nahezu mit Lichtgeschwindigkeit kollidiert, um die Bedingungen unmittelbar nach dem Urknall zu simulieren. Das hört sich absolut schräg an, oder? Das ist, also, man möchte die Bedingungen unmittelbar nach dem Urknall simulieren. Wow, weiß nicht. Also, da hat man so als Laie schon so eine kleine Vorstellung, was da angestrebt wird, dass da für Riesenexperimente laufen. Also, es ist unvorstellbar, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da passiert. Warum muss ich über die KI gar keine Sorgen machen? Hey, keine Ahnung. Es soll auch oberhalb dann im Bereich dieses CERN, diese Labore, schon zu merkwürdigen Sichtungen gekommen sein, zu, nennen wir es einfach mal, paranormales Ereignisse. Hey, das ist alles Folklore, ne? Ob da, was da jetzt davon ernst zu nehmen ist, keine Ahnung, ne? Ich sag nur, ich spreche nur aus, was man halt liest, was man lesen kann in diversen Videos sieht oder was Leute berichten. Es soll schon komische Sichtungen gegeben haben von merkwürdigen, ja, Wesen, nennen wir es mal so, oder merkwürdigen Tieren, Figuren, wie auch immer man es nennen will, komische Sachen sollen vorgekommen sein. Wer weiß, mit was es zu tun hat. Es gab da so einen interessanten Namen in Bezug auf CERN. Ein junges Genie, Max Lovelin hieß er, glaube ich, ja? Genau. Den habe ich vergessen zu erwähnen. McLovin, wie war das denn? McLovin. Lovelin hieß er, glaube ich. Lovelin, schöner Name. Ja. Er warnt uns. Erwarnt. Also ich kann das hier mal raussuchen. Max Lovelin erregte Aufmerksamkeit mit seiner Hypothese, elektromagnetische Energie aus der Atmosphäre zu gewinnen und hielt weltweit zahlreiche Vorträge und Präsentationen. Trotz seines beeindruckenden Verständnisses wissenschaftlicher Begriffe blieben praktische Beweise für seine kühnen Behauptungen aus, was zu Skepsis gegenüber seinen Innovationen führte. So viel zum sachlichen Teil. Ein bemerkenswerter Teil von Max' jüngerer Geschichte betrifft seine Warnungen bezüglich des LHC, des Large Hadron Colliders von CERN. Er behauptete, dass die Wiederaufnahme des LHC im Jahr 2022 möglicherweise erhebliche Veränderungen in unserer Realität verursacht und Türen zu alternativen Dimensionen geöffnet haben könnte. Diese Theorie hat sowohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch in der Öffentlichkeit Interesse und Debatten ausgelöst. Ja. Das ist eine tollkühne Behauptung, ne? Also von so einem jungen Wissenschaftler. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Irgendwo habe ich es offen. Ich weiß 12 oder so? Er ist nicht alt. Er ist nicht sehr alt. Ist er noch so jung? War er noch? Ja, also, ja, hochintelligent, aber also wirklich. Okay. Also mir bewusst, dass er so jung war, war mir gar nicht bewusst. Aber hey, dass so ein junger Bursch auf die Idee kommt, dass die Wiederaufnahme des LHC erhebliche Veränderungen in unserer Realität verursacht und Türen zu alternativen Dimensionen geöffnet haben könnten, das ist schon eine Ansage, ne? Und der wird sich was dabei denken. Du sagst es, ist ein kleines Genie. Ich meine, er weiß vermutlich, von was er spricht und hat seine Gedanken, seine Theorien dazu. Kommt er nicht auf diese Geschichte, weil er sich irgendwie ein Science-Fiction-Buch durchgelesen hat, vermutlich, ne? Wird schon seine Gedanken dazu haben, also. Wenn das jetzt um diese Quantenverschränkungen geht, so nennt man die anscheinend, wenn sich da so zwei Teilchen aneinander binden und die könnten ja, so wie ich jetzt das gehört habe, mit diesem Spuk in der Physik auch, dass die sich sozusagen über schneller bewegen, also schneller Informationen austauschen können wie Lichtgeschwindigkeit. Und in diesem CERN Kaleidos, wie heißt der nochmal? Wie heißt der? Das ist der Reaktor oder wie heißt das Ding? Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger. Geht es ja genau um diese Teilchen, von denen wir auch schon vorhin gesprochen haben.
die praktisch auch selbst in der Zeit, also die aus der Zeit fallen können oder nicht an Zeit gebunden sind, so wie wir das kennen. Also das passiert ja schon im Universum, so dass die Vermutung ist, dass es bereits schon passiert. Also dieser Teilchenbeschleuniger macht nichts anderes, was eh anscheinend schon passiert, im überall, also in dieser in diesem Mikrokosmos. Ja. Jetzt machen wir es halt bewusst als Wesenheit, als Wesen. Richtig. Ja. Könnte der Teilchenbeschleuniger tatsächlich Portal zu anderen Dimensionen öffnen, ist die Frage. Das Ding ist, die sitzen ja unter der Erde, ne? Also die sind ja gar nicht irgendwie an der Erdoberfläche, sondern die sitzen ja unter der Erde und experimentieren darum. In riesigen Rohren, so wie ich das gesehen habe. Also es sind ja gigantische, ich finde gar keine Worte dafür. Tunnelrohre, keine Ahnung. Dann ist das ja klar, ne? Wenn die dann halt solche Urknall-Szenarien da auslösen, dass dann ja schon was mit uns passiert im Sinne einer Erschütterung. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dass das dann vielleicht Dinge auseinander oder die Erdumlaufbahn, was weiß ich, irgendwann mal beeinflussen könnte. Man weiß es ja nicht. Aber es ist ja halt, es ist schon ein bisschen unheimlich, finde ich. Man weiß ja nicht, was da Spannend, abgeht. ja, finde ich auch. Die Behauptung steht ja im Raum, dass dieser Teilchenbeschleuniger uns tatsächlich auf eine andere Zeitlinie katapultiert haben könnte oder ja, in eine andere Dimension, ne? Also unbemerkt durch uns da hinbefördert haben könnte. Das ist auch eine schräge, aber krasse Behauptung, ne? Du hast gerade, weil du diesen Tunnel benannt hast, der Teilchenbeschleuniger befindet sich in einem unterirdischen Tunnel mit einer Länge von 27 Kilometern, kann man hier lesen. Echt etwas 16,8 Meilen. Der Tunnel verläuft in einer nahezu kreisförmigen Form unter der französisch-schweizerischen Grenze nahe Genf. 27 Kilometer, Leute. Wow. Und da lassen die Dinge aufeinander knallen dann, oder was? Wie soll man sich das denn bloß vorstellen? Also was machen die denn da? Ja. Also die müssen das ja so beschleunigen dann von der einen und der anderen Seite und dann, das muss man doch mitkriegen. Da muss man doch irgendwas mitkriegen. Das kann ich mir nicht. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen, aber da war etwas im Gespräch, das nennt sich die Strangelets. Und das sind vermutlich auch so Teile, die, ja, ich möchte jetzt gar nichts Falsches sagen, keine Ahnung, gefährliche Teilchen würde ich es jetzt mal nennen. Strangelets. Vielleicht, wer da mal Lust hat zu googeln, ich krieg's jetzt nicht zusammen, deswegen will ich da gar nicht so weit meine Klappe aufreißen mit diesen Strangelets, aber ich habe das, glaube ich, gestern oder vorgestern mir noch angehört, in Bezug auf diese Strangelets. Das ist auch sehr spannend und sehr beängstigend. Und man sagt, was würde wohl passieren, wenn diese Strangelets, diese Teilchen irgendwie, wenn das alles irgendwie nach außen kommen würde, durch einen Unfall oder durch irgendetwas derartiges. Da haben manche Leute ein bisschen Angst davor. Ja. Aber wie gesagt, da müsste ich mich noch mal ein bisschen mehr einlesen. Das habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Aber das wäre natürlich jetzt auch spannend gewesen an dieser Stelle. Ja, CERN, faszinierend, interessant und bisschen kontrovers. Fragt man bei offizieller Stelle nach, was bei CERN so vor sich geht, kriegt man natürlich andere Antworten. Das wird alles ein bisschen zu sachlich und wissenschaftlich beantwortet. Da ist keine Spur von Panik oder von diesen Dingen natürlich zu hören. Das ist ganz klar. Aber ja, wer würde das schon zugeben und preisgeben, wenn an solchen Sachen experimentiert werden würde? Man muss sagen, CERN, das ist ganz interessant. Ich finde das auch ganz spannend, die internationale Zusammenarbeit bei CERN. Die ist ja beispielhaft. Es sind 23 Mitgliedstaaten beteiligt. Also plus zusätzliche viele weitere Beobachter und Partner aus der ganzen Welt, kann man lesen. Wissenschaftler aus über 100 Nationen arbeiten zusammen, um grundlegende Fragen der Physik zu beantworten. Wissenschaftler aus über 100 Nationen, Leute. Das ist ja das, was man sich eigentlich immer wünscht für die Raumfahrt oder vielleicht für die
Forschung der Tiefsee und der Meere und all diese Dinge, dass man mal zusammenarbeitet und ja, da ist es oft, da wird es offenbar getan, aber da ist es ist sehr geheimnisvoll, ne? Leider. Man kriegt nicht so wirklich alles mit, was da passiert. Aber das ist ganz interessant, dass da ja über 100 Nationen am Arbeiten sind bei CERN. Sehr interessant auf jeden Fall. Na gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal so langsam Schluss, aber ich habe noch für das Videopublikum so einen kleinen Bonus, und zwar geht es um die Geschichte, die Vivi vorhin erzählt hat. Und ich habe, während wir hier uns den Mund fussig gequatscht, schon mal das Bild rausgesucht, von dem Vivi gesprochen hat. Und das würde ich jetzt hier mal auf den Bildschirm holen für das Videopublikum. Und es geht um diesen Zeitreisenden, diesen vermeintlichen Zeitreisenden. Vielleicht kennen wir den Typen ja, who knows? Vielleicht kennen wir ihn ja, genau. Wir werden hier mal ein bisschen, noch ein bisschen vergrößern, damit man es ein bisschen besser sieht. Ah ja, genau. So, da haben wir doch das Bild. Ja. Also ein bisschen Photoshop sieht er schon aus, oder er ist wirklich aus einer anderen Zeit. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass er photogeshoppt aussieht. Also wir sehen hier, Okay. liebes Audiopublikum, wir sehen hier dieses Schwarz-Weiß-Bild, und ich denke, war das von 1941, Vivi? Ja. 1941. Wir sehen hier ja die Leute in typischer Kleidung, vermutlich aus den 40er Jahren. Die Herren tragen alle schicken Hut und Anzug, Krawatte. Die Damen sind auch alle gekleidet, die Frisuren typisch, würde ich sagen. Aus der Zeit natürlich. Und schwarz-weiß, of course, dieses Bild. Und mittendrin steht eben dieser Mann, großgewachsener Mann. Die Frisur finde ich jetzt nicht untypisch für die Zeit. Die passt gut in die Zeit, würde ich ehrlich gesagt jetzt mal behaupten. Er trägt so ein, ja, wie so eine Fleecejacke, könnte man fast sagen. Ja, aber es ist, glaube ich, eine Weste, weil wenn du sein Pulloverende da siehst, also wo seine Hand da, ne? Also es ist, glaube ich, so eine Weste, so eine Überschlupfweste. Könnte sein, ja, natürlich. Er trägt einen Pullover mit einem M drauf. Und jetzt, wo ich mir das so angucke, so genau das Bild mit deiner Erklärung von vorhin, ich habe dieses Bild schon mal gesehen, und es gibt ein Video zu diesem Bild, wo da vieles erklärt wird, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, ob das jetzt finden kann auf die Schnelle, also jetzt nicht mehr, aber vielleicht dann im Nachhinein. Diese Brillen gab es zu der Zeit. Da kann ich mich gut daran erinnern, wurde in dem Video gesagt. Diese Brillen gab es, und es gab Brillen auch in verschiedenen, mit verschiedenen Gläserfarben, gab es diese Brillen schon in der Zeit. Also er trägt eine Brille, die erinnert an eine Schweißerbrille, Leute, hier, die Leute hier nur zuhören können. Sieht ein bisschen aus wie so eine Schweißerbrille, ist an den Seiten auch zu, diese Brille. Und ja, eine schwarze Sonnenbrille an den Seiten auch zu, ziemlich großflächig zu an den Seiten. Und er hat in der Hand tatsächlich eine Kamera. Aber wie Sie es rausgefunden haben, dass das eine aus den 70ern ist, ich meine, der andere Mann, den man im Vordergrund sieht beim Auto, der trägt ja auch so eine Kamera, denke ich, in der Hand. Und also, Und auch es hier könnte könnte die man gleiche Kamera sein, letzten Endes, ne? letztendlich schon, man könnte auch was reininterpretieren in das, was der da vorne in der Hand hält, ne? Wenn man das möchte. Aber ich denke, dass der einfach, sieht ein bisschen aus wie so ein Hipster halt aus der Zeit. Ja, Aber total, ne? Also wirklich. also er passt überhaupt nicht zu den anderen Leuten, die da stehen, optisch. Aber Findet ihr nicht, dass der doch ein bisschen bearbeitet aussieht? Weil ich finde, das Hautbild, er sticht schon raus. Also wenn ich mir die anderen Gesichter anschaue, ist ja seine Kontur einfach viel klarer im Bild wie die anderen jetzt. Die sind ein bisschen verschwommener und überbelichtet oder haben eine andere Schattengebung im Gesicht. Seine Konturen sind schon sehr markant, also wie zum Beispiel der vorderste Mann rechts unten, den sieht man, da sieht man nur so ein bisschen, sieht man so schwach und auch die Frau dahinter und er ist plötzlich so wuff, der ist so klar im Bild. nicht sehr heraus, ne? Könnte natürlich jetzt auch so eine Art optische Täuschung in Anführungszeichen sein, weil er eben uns auch ein bisschen komisch vorkommt. Aber ich sehe, was du meinst, ja, natürlich. Aber er ist vielleicht auch ein Eishockeyspieler. Das kann ja sein. Ne? Deswegen hat er ja dieses M. Kannst du diese Eishockey, das Trikot mal rausfinden? Hast du das irgendwie? Wie heißt diese? Das waren die Montreal Maroons. Die Montreal Maroons. Montreal Maroons. Naja. Wo waren die Montreal Maroons? Hier haben wir die Montreal Maroons.
So. Ups, falscher Knopf. Haben Ah, die sehen doch schon sehr lässig aus, da die Jungs. wir die, ne? Die Montreal Maroons. Das ist, er hat auf jeden Fall vermutlich, ja, einen Pullover an, dieser. Die haben ja alle so einen weißen Kragen, ne? Hat er das auch? Nee. Das ist auch kein weißes M. Nein, Ach, ist nicht. das ist kein weißes M, ne? Ja, aber heißt es was? Das heißt, muss ja nichts heißen. Das ist jetzt hier das offizielle Trikot offensichtlich von den Burschen und es könnte ja trotzdem so eine Art. Vielleicht selbstgestrickter Pullover von Oma oder so, ne? So mach mir ein großes M irgendwie. Das ist doch ein bisschen so invertiert, dieses M. Seht ihr das? Das ist so, also. Ja, stimmt, Da, das ist genau. ja auch genau. Das ist Doch. genau andersrum. Also das bei der Mannschaft ist das M weiß hervorgehoben und hier ist es der Hintergrund weiß hervorgehoben. Das M ist, bleibt schwarz. Muss jetzt nichts heißen, kann natürlich, ja, auch, vielleicht gab es Pullover oder was von dieser Mannschaft, die dann so gemacht waren. Das kann schon Sieht auch sein. ein bisschen aus, ob das so ein Kapuzenpullover ist, ne? Das wäre ja. Ja, schaut so aus, ne? Hier vielleicht so Ja, genau. diese Kordel. Auf jeden Fall sticht er voll raus. Wenn das wirklich ein Originalfoto ist, dann kein Wunder, dass wir uns da Gedanken machen, weil das ist der sticht da wirklich voll raus, der Typ. Das fällt natürlich auf. Ich denke aber, ich denke nicht, dass es geshoppt ist. Ich denke, dass es ein Mann war, der ein bisschen, ja, einfach sich hipper angezogen hat. Und die Brille, wie gesagt, die gab es, das weiß ich. Solche Brillen gab es zu der Zeit, definitiv. Die Kamera, da, also wer da in die Kamera was reininterpretiert hat, also das weiß ich nicht. Also der, entweder hat er da. Weiß ich, das Bild vielleicht ein bisschen geschärft oder keine Ahnung, aber also die Kamera, das könnte ja alles sein, diese Kamera. Das muss jetzt nichts Modernes sein oder so. Nee. Trotzdem interessant. Spekulieren macht ja auch Spaß. Auf Interessant ist jeden Fall. allemal, was wir hier sehen. Ich werde das Bild mal in die Shownotes tun. Genau, und auch das von der Mannschaft. Könnt ihr Leute mal sagen, was sie davon halten? Naja, Leute, hat auf jeden Fall Spaß gemacht heute wieder mit euch. War sehr interessant. Interessantes Thema. Und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Habt ihr abschließend noch irgendwas zu sagen? Nö, auch ja, nö. Ah ja. Ich freu mich auch aufs nächste Mal. An alle Zeitreisenden da draußen, alles Gute auf eurer Reise. Ja. Genau. Und Instagram und alles ist eins. Instagram. Wie findet ihr bei Instagram? Alles ist eins. Die Links zu Bernds Büchern und zu Bernd bei Facebook werde ich natürlich auch einfügen, selbstverständlich. Dann sage ich auch vielen Dank an jeden, der es bis hierhin geschafft hat und vielen Dank. Dass ihr immer dabei seid. Genau, das auch.